ist das das erste Foto mit dem Aufsteiger Pascal Testroth. Ist der Kapitän schon im Tunnel fokussiert auf das Spiel? Michael Hefele trifft, der beste Torschütze von Dynamo Dresden. Justin Naylor ist heute zum 20. Mal und zum Aufstieg. Und lenkt Andreas Lamberts, genannt Lumpi, die Schwarz-Gelben heute über die Ziellinie. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Sport im Osten Extra und der großen Frage: Schafft Dynamo Dresden heute im zweiten Anlauf den Aufstieg in Liga 2? Es wird eine schwere Stadionrunde hier in Magdeburg, denn der erste FCM ist kein leichter Gegner. Es werden sicherlich packende 90 Minuten. Wie, warum und wieso kann Dynamo Dresden heute hier in Magdeburg aufsteigen? Wir wollen Ihnen noch mal die Konstellation zeigen. Stefan Reichert fasst das noch mal zusammen. Es ist zu 99,99999% perfekt. Richtig, Dynamo sitzt irgendwie an der Ziellinie. Aufstiegsfeier vertagt nach dem 0:0 gegen Kiel. Wenn sie das und das und das heute besser machen, wird der Aufstieg gefeiert. Der steht faktisch schon fest, denn Dresden braucht noch ein Pünktchen aus 5 Spielen. Einzig Osnabrück kann Dynamo noch abfangen mit 5 Siegen. Aber eher fließt wohl die Elbe in die andere Richtung. Ja, auch Magdeburg darf noch ein wenig träumen. Aber nur, wenn nach 3 Pleiten und einem Remis der Schalter komplett umgelegt wird. Gewinnt Magdeburg so ziemlich alles bis zum letzten Spieltag, dann müssen sich Würzburg, Osnabrück und Groß-Aspach warm anziehen. Dann könnte der FCM noch auf den Relegationsrang 3 springen. Der letzte Funke glimmt aber nur weiter, wenn heute über einen Sieg gejubelt wird, ausgerechnet gegen Dresden, bei denen, na, Sie wissen schon. Es ist zu 99,99999% perfekt. Ja, also das 1% könnte dann aber auch heißen, es gibt 2 Sieger hier. Aber was für eine Woche. Bernabeu, Estadio da Luz, Anfield Road und heute eben Magdeburg. Hören Sie es, atmen Sie es. Hier und heute in Magdeburg ist Fußball pur angesagt. Ja, und ich freue mich ganz besonders, heute einen Mann an meiner Seite zu haben, der aus seiner Sicht leider heute nicht dabei sein kann, wegen der 5. gelben Karte, Marco Hartmann. Wie ist das Feeling im Moment hier im Stadion? Ja, das ist sehr, sehr gut. Ich kenne das noch vom früheren Jahr mit Duellen mit Halle hier. Ich habe mich gefreut auf das Spiel. Ich wäre sehr, sehr gerne auf dem Platz gestanden. Das hat jetzt leider nicht geklappt, aber so bin ich hier. Nicht nur hier in Magdeburg ist man gespannt, sondern auch in Dresden. Und da wollen wir natürlich auch mal hinschauen, denn das Stadion in Dresden ist sehr, sehr gut besucht. Fritz-Walter Wetter in Dresden, aber die Stimmung, Sie können es erahnen, die ist gigantisch hier. 10.000 Zuschauer bei Dauerregen, die sich natürlich einzwingen auf dieses Spiel, die einfach nur wollen, dass heute hier der Aufstieg perfekt gemacht hat. Wer nicht hüpft, ist Magdeburger. Der berühmteste Stadionhit in dieser Spielzeit, der wird hier natürlich immer wieder, Sie können es sehen, zelebriert. Und alle hoffen natürlich darauf, dass dann heute Abend, am späten Abend, völlig egal wann, die Mannschaft mit dem Bus hier ins Stadion fährt. Denn das passiert natürlich nur dann, wenn Dresden heute aufsteigt. Und deswegen sind heute hier mehr Fans da als bei einem ganz normalen Zweitligakick beispielsweise. Und in diesen Zweitliga wollen wir ja heute aus Dresden. Da wollen wir alle hin. Alle hier, die sich hier versammelt haben. 10.000 stimmgewaltige Dresdner. Ja, danke Andreas. Marco, kann da heute noch was schiefgehen? Ja, das sollte man auf jeden Fall sich bewusst sein, dass heute was schiefgehen kann. Aber ich glaube es nicht. Wir wollen natürlich auch hören, was sagen denn die beiden Trainer zum heutigen Spiel. Sabrina Bramowski. Ja. Neuhaus, Sie haben heute den zweiten Matchball zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Warum werden Sie den hier in Magdeburg nutzen? Ja, weil wir, glaube ich, dran sind. Wir haben jetzt eine überragende Saison gespielt und können es heute vergolden. Wie wollen Sie heute diese Offensivkräfte Justin Eilers und Pascal Testroth hier stoppen? Naja, das werden wir versuchen als Mannschaft, indem wir versuchen, sie zu doppeln. Also immer in der Absicherung dahinter da zu sein und mal sehen, ob es aufgeht. Aber die Jungs sind gut vorbereitet. Wir haben genug Videomaterial gesehen, um zu wissen, was sie können und wo sie gut sind. Aber am Ende müssen wir es auf den Platz bringen. Magdeburg spielt eine tolle Saison als Aufsteiger, waren lange Zeit ganz oben dran. Haben auch heute wieder mit diesem Spiel so die letzten Wochen ein bisschen vergessen zu machen. Und vielleicht auch nochmal die Chance auf Platz 3 oder 4 zu erreichen. Also
Uns ist klar, dass uns hier ein ganz heißer Kampf erwartet. Tja, Marco, beide Trainer haben großen Respekt vor dem jeweiligen Gegner. Was erwarten Sie denn heute für ein Spiel? Körperlich? Ja, ich denke, zwei Mannschaften mit unterschiedlicher Spielanlage. Die Magdeburger, die sehr, sehr aggressiv vorne drauf gehen werden. Ich glaube, die werden uns pressen, die ersten Viertelstunde, 20 Minuten. Die müssen wir unbedingt überstehen und dann mit unserer Ballruhe und Passruhe den Gegner laufen zu lassen. Und dann werden sich Räume ergeben. Schon feuchte Hände? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nervös. Ja, also von uns aus ist alles angerichtet. Die Mannschaften sind noch nicht da. Deswegen haben wir noch eine Möglichkeit, Ihnen natürlich zu sagen, wir sind auch immer mit einem Auge, mit einem Ohr. Natürlich in Osnabrück, die spielen ja gegen Mainz. Wir wollen natürlich auch Sie immer wieder auf dem Laufenden halten. Das heißt, wenn dort irgendetwas passiert, so oder so, sind wir für Sie da. Ja, ansonsten kann man nur sagen, das Stadion hier ist ausverkauft mit 21.500. Und wir werfen mal kurz den Blick nach links. Viele, viele Dynamo-Fans im Stadion und jetzt kommen die Mannschaften. Kann man schon nach 15 Minuten sehen, wer nervöser ist? Ja, ich denke, für mich ist das eine ganz entscheidende Phase, weil die Magdeburger am Anfang gegen Aue brutal gepresst haben und das werden sie heute wieder machen. Können wir mit umgehen, können wir uns durchsetzen, lassen wir danach, können wir Probleme kriegen heute. So, und wir wollen jetzt mit Ihnen zu Hause einfach nur genießen. Ihr Reporter ist Thorsten Püschel, 1. FC Magdeburg gegen Dynamo Dresden. Es hätten gut und gern 50.000 Tickets verkauft werden können. Die beiden Teams mit dem höchsten Fanzuspruch in der ersten Liga. Magdeburg 2, Dresden 1. Das wird heute hier auch ein großer Kampf, nicht nur auf dem Rasen, auch auf dem Ringen werden. Wer hat die besten, die lautstärksten Fans? Wir schauen auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Beginnen mit der Gastgeber des 1. FC Magdeburg. Im Tor mit Jan Glinker. Dazu die Dreierkette mit Christopher Handke, Steffen Puttkammer und Nico Hammann. Davor ist Doppelsechs Niklas Brandt, Jan Löhmanns-Röben, links Michael Niemeyer und Nils Butzen, die ihn defensiv immer wieder mit zurückrücken. Und vorn mit Beck und Verona Polido, Doppelspitze Sowislo, dazwischen zwischen dem Mittelfeld und den beiden Angreifern. Die Startelf der Dresdner ist ordentlich durcheinander gewirbelt worden, weil es zwei Sperren gibt. Sie haben es gesehen. Marco Hartmann nicht dabei, auch Marvin Stefaniak. Wir fangen mal von vorne an mit Patrick Wiegers im Tor. Janis Blaswig mit Adduktorenproblem ist nicht dabei. Heute also erstes Ligaspiel für Wiegers. Davor die Viererkette mit Fabian Holthaus, der Fabian Müller ersetzt, der verletzt ist. Hefele Modica, die bewährten Innenverteidiger, Niklas Kreuzer rechts. Dann Doppel-Sechs. Mit Kirin Moll, der Marco Hartmann ersetzt und Yannick Müller, davor Andreas Lumpi Lamberts aus. Mann bleibt draußen, dafür Jim Patrick Müller links offensiv, rechts Justin Eilers, Pascal Testroth. Das Beste, was die dritte Liga seit ihrer Geschichte, seit ihrer Gründung hervorgebracht hat an Offensivpower. Uwe Neuhaus, der mit einem breiten Lächeln in dieses Stadion gekommen ist. Sie haben es eben gesehen, der freundliche Handshake mit Jens Hertel. Die beiden kennen sich sehr gut. Jens Hertel hat in seiner Zeit, als er den Fußballlehrerlehrgang gemacht hat, bei Uwe Neuhaus bei Union Berlin 8 Wochen lang hospitiert. Es gab einen freundlichen Talk zwischen beiden. Und jetzt haben wir ein bisschen Nebel, weil ein paar Bengalos aus dem Magdeburger Block diesen Dunst erzeugt haben. Sie sehen das, was ich von hier oben sehe, nämlich fast gar nichts. Bin gespannt, wie Manuel Gräfe das da unten sieht. Er heute hier, der Schiedsrichter, der 42-Jährige aus Berlin, pfeift die zweite Ausgabe des Elbklassikers, des Elbklassiko in dieser Saison an. Jetzt also in Magdeburg. Das Hinspiel dramatisch, spannend bis zum Schluss. Am Ende ein 3:2-Sieg für Dynamo Dresden, die heute in ihren Auswärtstrikots in Weiß spielen. In dieser ersten Halbzeit von rechts nach links. Die Gastgeber aus Magdeburg ganz in Blau von links nach rechts. Erster Ballkontakt für Patrick Wiegers. Heute natürlich für ihn ein ganz besonderes Spiel für den 25-Jährigen, der die Nummer 1 ist am heutigen Tag. Testroth hinüber. Justin Eilers, das sind Jim Patrick Müller und Testroth kommt da zu Fall, aber kein Foul. Einwurf für Dynamo Dresden, Fabian Holthaus, der heute wieder die Chance bekommt, hat er auch aus Leistungsgründen in den letzten Spielen zuschauen müssen. Da war die Variante mit Fabian Müller und mit Niklas Kreuze, die
die Uwe Neuhaus bevorzugt hat. Vegas an der Strafraumgrenze schnappt sich die Kugel vor Verona Pulido. Heute also mit Doppelspitze, die Magdeburger. Es ist ja ein Spiel der Superlative. Nicht nur was die Fans betrifft, auch was die Torjäger betrifft, hat das angedeutet mit Justin Eilers, den wir hier sehen, und Pascal Testroth. Die beiden Besten in der Liga. Direkt dahinter kommt dann aber auch schon Christian Beck. Jan Linker. Puttkammer. Und der Pfiff von Gräfe ist da nach der Aktion von Kreuzer. Das ist das Spiel, auf das sich hier in Magdeburg eine ganze Saison hingefiebert haben. Sie sehen vielleicht, dass der Dresdner Block sich immer mehr leert. Viele Plätze im Augenblick frei. Alle Tickets verkauft gewesen, 2000. Kann im Augenblick nicht ganz erkennen, weswegen. Ob es der Rauch ist oder ob es irgendwelche Absprachen da gibt. Gut 800 sind heute mit einem Sonderzug hierher nach Magdeburg gekommen. 8:30 ging es los am Hauptbahnhof in Dresden mit einem prominenten Gast, der Sportdirektor der Dynamos in lässigem Hoodie und einer abgewetzten Jeansjacke. Ralf Minge hat die Fahrt mit hierher genommen. Und Verona Pulido ist durch. Kann aber den Ball nicht mehr erreichen. Ein bisschen noch betrennt von Giuliano Modica, der die Atmosphäre ja hier kennt. Im vergangenen Jahr beim Hinspiel in der Aufstiegsrelegation von der Regionalliga zur dritten Liga mit den Kickers aus Offenbach. Magdeburg hat sich durchgesetzt. Für Modica ging es dann nach Dresden und mit dem Wechsel nach Sachsen auch der Aufstieg, der persönliche für ihn in die dritte Liga, dann dort noch geglückt. Patrick Vigas, zwei Spiele hat er für Dynamo Dresden in dieser Saison bestritten. Das war einmal das Testspiel, das ja, Benefizspiel zur Konsolidierung der Finanzen gegen den FC Bayern München und dann das bittere 0:3 im Sachsenpokal. Häfele wird da gezogen, verfolgt gleich von Brandt und von Butzen, setzt sich aber gut durch. Yannick Müller nimmt seinen Innenverteidiger mit, der jetzt fast in Mittelstürmerposition. Bleibt vorn, hinten abgesichert, jetzt von Kirin Moll. Und die Dresdner nehmen zunächst mal das Tempo raus. Marco Hartmann hat es angedeutet, das ist das, wovor sie großen Respekt hatten. Diese Wucht, diese Energie des Magdeburger Offensivsturms, den in den ersten 10 Minuten, in der ersten Viertelstunde zu überstehen. Und dann mit sicheren Ballstaffetten das eigene Spiel aufziehen. Da sah Häfele nicht besonders sicher aus. Die Rückgabe zu Vigas zu kurz und dann kommt er da ins Duell mit Verona Pulido, der immer noch im 16er der Dresdner liegt. Hier, viel zu kurz, den Ball nicht richtig erwischt. Verona Pulido hält sich da das Gesicht. Steht inzwischen wieder, ist da eher auf die Schulter aufgelaufen, da keine bewusste Aktion des Ellbogens von Häfele in Richtung des Magdeburgers erkennen können. Spiel läuft weiter. Brandt, der hat einen guten Schuss, zunächst geblockt. Löhmanns Röben, auch der geblockt. Magdeburg bleibt dran mit Puttkammer. Spiel läuft weiter. Gräfe unterbricht nicht. Beck. Jetzt ist der Ball im Torhaus. Und es geht Eckball. Nach 6 Minuten für den ersten FC Magdeburg.
die Erinnerung, die Mahnung an die Fanlager hier auf Pyrotechnik zu verzichten. Gab ja auch im Vorfeld dieses Spiels einen öffentlichen Appell der beiden Präsidenten Fechner und Ritter an die Fans, das hier zu einem großen Fußballfest werden zu lassen. Am Ende können sie vielleicht beide feiern. Eckball Magdeburg. Abenteuerlich, wie Fabian Holthaus da den Ball klären wollte. Fast mit einem Kung-Fu-Schritt. Zweite Ecke direkt hinterher. Michel Niemeyer wieder flach. Elfmeter in Osnabrück. Rodriguez gegen Puttkammer mit einer Haus. Da gehen wir noch ganz schnell rüber. Elfmeter in Osnabrück, Andreas Mann. Ja, schauen wir noch mal ganz genau hin, inwieweit der Stoff dahin fällt, wie weiter getroffen wird. Oh, das sieht aber doch danach aus, als ob er ein bisschen nachhilft, der junge Mann. Natürlich war Falkenberg da dran, aber nicht gesetzt. Minute 16, das 1-0 für die zweite von Mainz 05. Und damit muss ja Dresden gar nichts mehr machen, wenn es dabei bleibt. Also Mainz 2 tut Dynamo im Moment einen riesen Gefallen. Und damit springen wir zurück nach Magdeburg. Kommen mitten hinein in diese Angriffssituation der Magdeburg. Christian Beck war durchgelaufen, Tor hätte aber nicht gezählt, stand gut 2 Meter im Abseits. Stand jetzt nach gut gespielten 9 Minuten Dynamo Dresden natürlich aufgestiegen. Schon seit der ersten Sekunde natürlich. Weil sie einzig und allein einen Punkt benötigen. Lamberts. Und Hammer. Heute zurück in der Startelf. Ja. Beck stand wieder im Abseits, korrekt. Hier die Dresdner Trainerbank. Der Bärtige, das ist der Co-Trainer. Das ist Peter Nemitz. Und Uwe Neuhaus. Also Osnabrück liegt hinten. Sieht derzeit alles danach aus, dass sie in Dresden heute jubeln können. Und sie sehen es links eingeblendet. So sah es aus bei den 10.000 im Stadion in Dresden, als sie die Kunde erfahren haben, dass Osnabrück hinten liegt. Aber natürlich wollen die Dresdner hier das Ganze nicht mit einer Niederlage beenden. Diesen Tag. Ball springt an die Hand von Monika. Grefe lässt weiterlaufen, der Schuss von Sowislo. Vegas hat ihn. Aber wohl eher dann doch die Schulter. Ja. Für mich korrekt, hier nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Aber die Magdeburger sind dran. Auf das Spiel haben sie sich das ganze Jahr gefreut, na klar. Aber dass hier ausgerechnet Dynamo Dresden den Aufstieg schafft und hier vielleicht noch mit den eigenen Fans anfängt zu feiern, das wollen sie natürlich heute verhindern. Was sie dafür tun können, ist, dieses Spiel zu gewinnen. Was nicht heißen muss, dass Dynamo Dresden nicht aufsteigt, hängt natürlich alles davon ab, wie es in Osnabrück beim Spiel gegen die zweite Vertretung von Mainz 05 war. Butzen. Brandt. Löwans Rüben. Gut gelöst. Weiter zu Hammern. Bewegen sich gut. Immer eine Anspielstation da. Ja, das Missverständnis zwischen Michel Niemeyer und Christian Beck. Christian Beck. Mit 16 Toren, drittbester der Liga, wenngleich er erst ein einziges Tor in diesem Jahr geschossen hat. Die Hinrunde überragend von ihm.
Dresden schafft es kaum über die Mittellinie. Wieder Niemeyer. Na, das ist halt doch ein bisschen optimistisch. Ausgerechnet Manuel Farona-Polido, den 1,75-Mann, gegen die beiden großen Innenverteidiger der Dresdner zu setzen. Korrekt. Putzen schießt Holthaus an. Einwurf Magdeburg. Und Sie haben es gerade in der Szene noch mal gesehen. Was für ein körperlicher Einsatz, was für eine Präsenz bei den Magdeburgern im Augenblick da ist. Ja, Beck fällt da rein. Bekommt den Ball an die Hand. Spieler weiter mit Einwurf. Nur drei Magdeburger im Augenblick in der eigenen Hälfte verteidigen sehr, sehr hoch. Verona Polido zwingt Patrick Wiegers immer wieder zu den hohen Bällen, die postwendend zurückkommen. Jens Hertel, der zuletzt natürlich nicht zufrieden sein konnte mit den Leistungen der Mannschaft, was auf keinen Fall die Leistung in dieser gesamten Saison schmälern soll. Wir müssen immer wieder bedenken, dass hier ein Aufsteiger spielt mit dem ersten FC Magdeburg. Im Augenblick auf Rang 6 mit 46 Punkten. Mit dem Abstieg haben sie de facto die gesamte Saison nichts zu tun gehabt. Zuletzt mit einer relativ deutlichen Schwächeperiode. Nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen. In diesen letzten vier Spielen haben sie kein einziges Tor geschossen. Seit 6 Stunden das Tor nicht getroffen. Jetzt noch die 14 Minuten obendrauf. Wieder ist die Fahne oben von Henry Müller. Sehr früh, das war nicht Beck, der da im Abseits gestanden hat, sondern bereits die Kopfballvorlage, die von außen kam, provozierte das Heben des rechten Armes. Korrekt entschieden. Patrick Wiggers hatte das erkannt, deswegen auch keine Reaktion seitens des Dresdner Keepers. Löhmanns Röben, Hamann, Puttkammer. Na, das hat er, da hat sich Butzen auch eine Menge vorgenommen. Und dadurch, dass Jim Patrick Müller da den Arm ausfährt, bekommt er den Pfiff. Freistoß für die Gastgeber. Der durchaus noch ein bisschen auch nach oben linsen können. Der Relegationsplatz durchaus ja theoretisch noch drin. Puttkammer mit dem Fehler. Testrot steht im Abseits, kann nicht angespielt werden. Lamberts muss warten. Handke. Die Sicht versperrt, deswegen diese etwas unkonventionelle Art, den Ball zu klären, da am eigenen 5-Meter-Raum. Eilers hatte im Hintergrund schon wieder gelauert. Der 19-Tore-Mann, der den Verein gemeinsam mit Pascal Testrot diese unglaubliche Torquote von 63 Treffern beschert hat. Andreas Lamberts orientiert sich in die Defensive. Moll, Lamberts, Holthaus, die drei, die absichern. Die anderen, die langen Kerls wie Modica, wie Hefele, die Innenverteidiger natürlich mit vorn. Hefele verpasst. War gut eingelaufen und jetzt die Konterchance. Links wäre alles frei, aber Butzen entscheidet sich für die rechte Seite und Farona Polido, der den Ball aber nicht kontrollieren kann.
Und dann, was für ein Stoppfehler von Fabian Holthaus. Mann. Mann, der ausgeliehen ist von Fortuna Düsseldorf. Ja, und damit provozieren sie dann diese Ballverluste. Magdeburg in Ballbesitz. Brandt bricht nochmal ab. Der hat ja einen guten Schuss. Da hat er auch im Pokal gegen Leverkusen schon mal ein richtig schönes erzielt. Diesmal gut von Holthaus geblockt gegen Sobislau. Einwurf für den ersten FC Magdeburg. Christopher Handke läuft in Richtung Eckfahne, wird den Ball als flache, scharfe Hereingabe mit beiden Händen in Richtung 5-Meter-Raum der Dresdner befördern. Hefele ein bisschen verschätzt. 1,92 gegen 1,75 von Verona Polido, der einfach weitergelaufen war und fast herangekommen wäre an diesen Flankenball. Also Dresden durchaus beeindruckt. Jetzt hat es Wiegers mal versucht mit dem Spiel flach, hat nicht funktioniert. Jetzt die Konterchance für Dynamo Dresden. 4 gegen 4 über Pascal Destroth. Wir sehen rechts mal die Blitztabelle, kurz eingeblendet. Also Dynamo Dresden, Zeitpunkt jetzt aufgestiegen in die zweite Liga. Mit 14 Punkten Vorsprung bei dann noch verbleibenden 4. Abseits von Pascal Testroth. Ja. Beide Dresdner Offensivkräfte mit Eilers und Testroth. Gut einen Meter im Abseits. Schiedsrichterassistent da auf der anderen Seite. Eugen Ostrin, auch das gut erkannt. Abseitssituationen gab es ja schon ein halbes Dutzend bislang, alle korrekt. Im Live-Bild sozusagen von den Schiedsrichterassistenten erkannt. Für uns ja immer wieder die Chance, danach noch mal ganz genau hinzuschauen. Eilers auf Moll, Kirin Moll, der Mann mit 21, der Dresden verlassen wird, nach Braunschweig gehen wird. Erster Wechsel weg aus Dresden, der feststeht. Der allerdings misslingt ihm gehörig. Kirin Moll, der nicht über die Rolle des Reservisten hinauskam. 13 Mal Startelf. Meist dann, wenn Verletzungen anstanden oder Sperren. Gut gespielt von Christian Beck auf Verona Polido. Der kommt zu Fall, steht sofort wieder auf im Duell mit Monika, und Beck ist da nicht schnell genug. Riesenschuss von Brandt, Wiegers gerade so dran. Chancen für Magdeburg häufen sich. Ah, das war kaum anders zu verteidigen. Hier nochmal der Schuss von Brandt. Sah gar nicht so scharf aus. Aber klasse Anspiel. Hier schon mal auf Verona Polido. Der natürlich genau weiß, dass es da keinen Pfiff gibt. Schiebt ihn dann weiter. Beck.
Und jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Freistoßposition nach dem Foul an Nils Butzen. Michel Niemeyer mit dem linken Fuß. Nico Hamann rechts. Drei-Mann-Mauer nur, die Patrick Wiegers da stellt. Jetzt kommt noch ein Vierter dazu. Niemeyer macht's. Lamberts mit dem Kopf, auch den zweiten blocken sie. Und die Konterchance ist da. Kreuzer geht's. Schwert sich da bei Gräfe. Fühlte sich von Verona Polido oder im Laufrhythmus gestört. Kam zu Fall. 23 Minuten gespielt, Hälfte der ersten Halbzeit ist vorbei. Der erste FC Magdeburg mit den besseren Chancen, mit mehr Druck. Stand hier nach wie vor 0:0. Giuliano Modica alle 33 Spiele bestritten, immer 90 Minuten. Wie auch sein Innenverteidiger-Kollege Michael Efele. Es gibt natürlich viele Faktoren in dieser erfolgreichen Saison für Dynamo Dresden. Diese Innenverteidigung, die sich schnell gefunden hat. Genauso wichtig wie die beiden Offensiven da vorne, die natürlich aufgrund ihrer Tore viel öfter im Fokus stehen. Magdeburger Stadion wird jetzt in Blocks aufgeteilt. Jetzt intoniert Block O. Das Pardon zum Dresdner K-Block direkt hinter dem Tor in dem Augenblick. Hier in dieser ersten Halbzeit hinter dem Tor von Jan Glinka. Holthaus. Lamberts dreht sich einmal um Butzen. Weiterspielen, sagt Gräfe. Ball war an die Hand von Puttkammer gesprungen. Ja, man spürt schon ein bisschen, dass hier die Hälfte der Feldspieler, der Stammelf, fehlen bei Dynamo Dresden. Verona Polido gefällt mir sehr, sehr gut bislang. Auch wenn das hier schief geht's. Meiner Meinung nach Fehlentscheidung. War er selbst überrascht, dass der Einwurf für ihn geht. Löhmanns Rüben. Und Sowislo hat viel Platz. Modica muss da rausrücken. Guter Ball, Beck! Warum will er es da schön machen? Warum nimmt er nicht den Kopf? Hat richtig viel Platz. Hefele wieder überflankt. Und da behindern sie sich fast gegenseitig, Christian Beck und Manuel Verona Polido. Nächste gute Chance für den ersten FC Magdeburg. Das erste Tor nach vier dürren Partien zu erzielen, hier in Führung zu gehen. Dresden noch ohne wirkliche Torchance. Die beiden Kapitäne, Sowislo gegen Hefele. Butzen, Michel Niemeyer dreht sich gut, Eilers im eigenen 16er.
Die Gegend gerade vibriert. Großartige Stimmung seitens der Magdeburger Fans. Der Dresdner Block nach wie vor zur Hälfte leer. Sowohl was die Sitzplätze als auch was die Stehplätze betrifft. Seht es da hinten in der Ecke. Mal grob geschätzt, aller Bälle, die da von hinten rauskommen, werden sofort von den Magdeburgern abgefangen. Schön gelöst von Michel Niemeyer. Hinausgespielt. Diesmal Modica dazwischen. Zweite Mal. Das ist ein traditionsreiches Duell zwischen diesen beiden Mannschaften. Diese beiden Städte, die ihre Identität natürlich auch diesem Fluss verdanken, der Elbe, diesem Strom, wenn man das Schiff nehmen würde oder auch das Fahrrad auf dem berühmten Elbradweg, dann sind es gut 300 Kilometer, weil der Fluss sich natürlich durch die Landschaft Mitteldeutschlands windet. Auf der A14 schafft man es in reichlich 2 Stunden. Das geht's rechts. Schlechter Ball von Wiegers, der sich ärgert, der sich einmal um sich selber dreht. Aber jetzt muss er erstmal sich sofort wieder konzentrieren. Fast ein Eigentor. Das ist ziemlich wild, was die Dresdner Defensive derzeit dafür ein Bild gibt. Patrick Wiegers. Heute also für Janis Blaswig, der wegen der Adduktorenverletzung auch Ende der Woche nicht trainieren konnte. Die beiden Sperren gegen Marco Hartmann und Marvin Stefaniak tun natürlich besonders weh. Oh, das war ein ganz wilder Ball von Kreuzer. Ball geblockt, Eckball Magdeburg. Also keine Ahnung, was sich Niklas Kreuzer da gedacht hat. Fast von der Außenlinie den Ball da in Richtung Strafraumgrenze zentral zu werfen. Keinerlei Reaktionen aus dem Dresdner Fanblock. Massive Polizeipräsenz natürlich in der Stadt, schon von der Autobahn, von der A14 hierher zum Stadion, mehrere Ketten. Die Böller waren durchaus eine Begleitung hierhin auf den letzten 100 Metern, als wir uns 2 Stunden vor dem Spiel dem Stadion genähert haben. Großteil der Dresdner scheint also durchaus in dieser Kette hängen geblieben zu sein. Christian Beck mit dem Kopfball, aber nicht genügend Druck dahinter, um Patrick Wiegers da zu gefährden. Holthaus gelingt bislang gar nichts. Das nochmal der Kopfball eben gerade von Christian Beck. Gut von Moll. Oh, Glinker zögert kurz, deswegen ist Eilers durch.
Und dann verliert der Dresdner die Orientierung. Da war sie da, die erste Chance für Dynamo Dresden in diesem Spiel. Klug eingeleitet von Kirin Moll. Und das provoziert natürlich die Fahne. Testrot stand 2 Meter im Abseits bei dem langen Ball. Hier, dieser Ball. Und Eilers will ihn da über den Linker hinauslegen. Bekommt dann die Schulter von Puttkamer, aber war natürlich alles andere als 11 Meter würdig. Justin Eilers, bei dem die Zeichen auf Abschied stehen. Wenn ein Angebot aus der ersten Liga da ist, dann wird er das wohl nutzen. Er muss es nutzen, na klar. Wenn es da ist, mit seinen 27 Jahren so eine Chance zu bekommen. Mit dieser Biografie, dem kleinen Umweg über Dresden hinein in die erste Liga. Das wäre eine tolle Geschichte. Gut von Müller. In der Mitte sind sie zu zweit mit Lamberts, mit Eilers. Gut gelöst von Michael Efele. Auch da gibt es Angebote. Zweitligist aus England soll großes Interesse an ihm haben. Und geblockt. 0-0 nach wie vor, der Stand nach 34 Minuten zwischen Magdeburg und Dresden. Die Gastgeber in Blau mit den besseren Möglichkeiten, mit mehr Ballbesitz. Gut gemacht von Müller. Ja, Ball war noch nicht immer aus. Lamberts. Ja, die andere Variante funktioniert nicht. Nächster Böller da im Dresdner Block. Immer wieder die Ermahnungen. Und Freistoß für Dynamo. Konzentrieren wir uns auf das, was hier auf dem Feld passiert. Kaum nachzuvollziehen, warum solch ein Feiertag für Dresden jetzt hier von einigen gestört wird. Den Stand jetzt, Sie sehen es immer wieder auch eingeblendet, das Ergebnis aus Osnabrück. Stand jetzt ist Dynamo Dresden aufgestiegen. Niklas Kreuzer, der Absender dieses Freistoßes, da trainiert man natürlich immer wieder auch, dass diese Freistöße nicht nur den Kopfball ermöglichen sollen, der langen Kerls, die dazwischen gehen, sondern wenn er denn nicht berührt wird, im langen Eck einschlagen. Hier war keiner dran und trotzdem ging er 1 Meter am langen Pfosten, am Gehäuse von Jan Glinka vorbei. Diese beiden Fanlager, die die größten Kulissen stellen in dieser Liga. Magdeburg mit 17.800 im Schnitt. Es ist natürlich auch eine Komponente in Sachen Wirtschaftlichkeit, wenn man mit 10,5 kalkuliert, am Ende mit knapp 18 oder nach dem heutigen Spiel mit 18 hier durchgehen wird im Schnitt. In Dresden sind es im Schnitt 27.000.
Wenn sie denn dann aufsteigen in die zweite Liga, dann sind sie auch sofort mit ganz vorn dabei. Nur 3 Zweitligisten haben in dieser Saison bislang mehr Zuschauer im Schnitt. Das sind Pauli, RB Leipzig und Nürnberg. Dann kommt schon Dresden. Also auch in dieser Dimension eine Stadt, eine Region, eine Mannschaft, die den Aufstieg in die zweite Liga absolut verdient hat. Manuel Gräfe, der allein ja auch schon von seiner körperlichen Präsenz bis hierher absoluter Chef auf dem Platz ist. Bis auf einen falsch gegebenen Einwurf, der aber relativ harmlose Entfernungen hatte, bislang die 3 Männer in Schwarz alles richtig entschieden. Sie sind hinübergekommen auf der Autobahn A14 oder mit dem Sonderzug. Es geht heute zurück nach Dresden. Und wenn es so bleibt, dass Dynamo diesen einen Punkt holt oder im Zweifelsfall Osnabrück ein bisschen mithilft, dann wird der Weg vom Bus noch einmal ins Stadion führen. Dort, wo uns ja 10.000 bei Public Viewing mitverfolgen, kurzfristig organisiert, und dann verkauft man in Dresden für ein Spiel, was ganz woanders stattfindet, 10.000 Karten, unglaublich. Wieder behindern sich da Beck und Verona Pulido gegenseitig. Justin Eilers bleibt hängen. So, jetzt haben wir soeben auch von der Polizei Magdeburg eine Twitter-Meldung sehen können. 700 der Dresdner Fans sind gar nicht erst ins Stadion gelassen worden. Aufgrund von Sicherheitsaspekten. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Das erklärt dann auch, weswegen die Blocks so leer sind in Schwarz-Gelb. Testroth, guter Ballverteiler. In den Rücken von Holthaus. Sowislo in der Mitte, Beck und Farona Pulido. Sowislo zieht zentral. Schiebt ihn hinüber. Die Schusschance ist da für Michel Niemeyer. Tor! Tor für Magdeburg! Gebrochen. Nach 4 Spielen ohne Treffer treffen sie ins Tor, und das gegen Dynamo Dresden. Und er ist der Torschütze. Perfekt vorbereitet vom Kapitän, von Marius Sowislo, der Hefele stehen lässt, der an Modica vorbeigeht und dann ihn überlegt. Niemeyer, was für ein großartiges Tor. Nicht einfach draufgehalten, nee. Chippt den Ball ins lange Eck. Erstes Tor für Michel Niemeyer, den Mann aus der Region, geboren in Salzwedel. Seit der U14 spielt er in Magdeburg. Und über den kleinen Umweg RB Leipzig ging es dann wieder 2015 im vergangenen Sommer hierher zurück. Jetzt also für ihn das erste Tor überhaupt in der Männermannschaft des ersten FC Magdeburg, und das gegen Dynamo Dresden 5 Minuten vor der Pause. Magdeburg führt mit 1-0.
Und das absolut verdient. Sie haben mehr investiert. Da ist eine viel höhere Laufbereitschaft, körperliche Präsenz da. Sie haben bedeutend mehr Ballbesitz. Sie haben mehr Chancen sich erarbeitet. Einfach ging das. Was für ein großartiges Tor. Also was Niemeyer da macht, ist für mich absolut großartig. Hier die Ruhe zu behalten und die lange Ecke anzuvisieren und den Ball über die Linie zu drücken. Testrot. Also offensiv geht da im Augenblick bei Dynamo Dresden gar nichts. Einer, Sie sehen ihn da in der Mitte, gestikuliert, beschwert sich, ist unzufrieden mit dem, was da vorne ankommt. Die beiden werden auch nicht so stark in Szene gesetzt, wie sie das vielleicht gewohnt sind. Wir dürfen ja auch eines nicht vergessen, der erfolgreichste Vorlagengeber der Liga, Marvin Stefaniak mit seinen 20 Assists, ist heute nicht dabei. Auch er gelb gesperrt, wie auch Marco Hartmann. Eine Minute noch bis zur Pause. Sie sind dran, sie haben dadurch oft auch den einen halben Schritt Vorsprung. Modica und Sowislo da in der hitzigen Diskussion. Giuliano Modica als Innenverteidiger erst mit 2 gelben Karten. Belastet auch Hefele erst 3. Noch ohne Sperre durch die Saison, lösen viele Dinge auf spielerische Art und Weise. Löwandsrüben, Ball abgefischt, gibt nochmal Eckball. Offizielle Spielzeit in Hälfte 1 ist vorbei. Aber die Ecke, die wird nochmal reinkommen. Und das Stadion ist da. Eine Minute Nachspielzeit. Hälfte davon ist bereits rum. Eckball von Nico Hamann, diesmal mit dem rechten Fuß. Nicht Niemeyer mit dem linken. Weg vom Tor. Puttkammer. Verona Polido. Gut gemacht von Hefele mit ganz viel Ruhe. Und jetzt nochmal die Konterchance. Aber auch das lösen sie. Und die 11 Blauen werden mit tosendem Applaus in die Kabine geschickt. Ein 20-Jähriger hat hier getroffen. 1:0 der Stand zur Pause im El Clasico zwischen Magdeburg und Dresden. Da ist das Tor.
vorbereitet von Marius Sowislo, beide Innenverteidiger stehen lassen. Und dann musste sich Kreuzer entscheiden, geht er auf Sowislo oder bleibt er draußen bei Michel Niemeyer? Und der nutzt die Freiheit mit dem Tor zum 1:0. Aber wir sollten eins nicht vergessen, Stand jetzt durch die Führung ja auch der Mainzer in Osnabrück ist Dynamo Dresden Stand jetzt aufgestiegen. Aber das wollen die natürlich nicht mit einer Niederlage machen, sondern mindestens mit einem Punkt. Das war's von hier oben in den ersten 45 Minuten. Guido Solos und Marco Hartmann mit. Tja, wir hatten gerade einen Moment durchzuatmen. Bei mir ist natürlich wieder Marco Hartmann. 0-1 aus Ihrer Sicht und ich denke, so richtig zufrieden können Sie auch mit dem, was die Mannschaft zeigt, nicht sein. Nee, wir sind sehr, sehr passiv. Wir sind überhaupt nicht in das Spiel reingekommen, viele Fehler gemacht, sind nervös, überhaupt nicht durchsetzungsfähig nach vorne. Die Magdeburger schneiden uns hier wirklich so ein bisschen den Weg ab. Wir kommen nicht rein in das Spiel. Das ist schwach bis jetzt, ja. Wir alle sind informiert, dass es in Osnabrück 0-1 steht, also Mainz führt. Glauben Sie, die Mannschaft weiß das auch schon? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten erste Halbzeit mit sich zu kämpfen. Ich weiß auch nicht, ob da drinnen jetzt jemand das sagt, weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache heute. Gut, wir wollen natürlich auf die Halbzeitergebnisse schauen. Also, das Ergebnis hier kennen Sie. Sie kennen auch das Ergebnis in Osnabrück, denn die liegen zurück mit 0-1 gegen Mainz. Chemnitz führt gegen Werder Bremen mit 1-0. Die Stuttgarter Kickers und Rot-Weiß Erfurt noch 0-0. Hansa Rostock führt 1-0 gegen den VfB Stuttgart, zweite Mannschaft. Energie Cottbus 0-4 zu Hause gegen Groß Asbach. Holstein Kiel, Preußen Münster 0-0. Wien Wiesbaden, gestern Abend haben Sie gesehen, 1-0. Ja, was soll man dazu sagen zu den Ergebnissen? Im Moment ist Dresden aufgestiegen, aber man sieht es in Ihrem Gesicht, Sie sind einfach nicht zufrieden. Nein, gar nicht, weil wir den Anspruch hatten, hierher zu kommen und das Ganze aus eigener Kraft zu schaffen. Und da fehlt uns im Moment sehr, sehr viel. Aber wir haben auch noch 45 Minuten Zeit und die Qualität, das Spiel auch noch zu drehen. Gut, wir wollen mal schnell auf die Tabelle schauen. Also klar, im Moment Dynamo Dresden sowieso immer Erster, aber jetzt werden sie eben auch in Liga 2. Dahinter Erzgebirge Aue, dann die Würzburger Kickers, die einen sensationellen Lauf haben. Jetzt Groß Asbach auf 4, Osnabrück 5 und Magdeburg hat jetzt wieder auch Anschluss. Interessiert Sie die Tabelle überhaupt noch? Ja, vielleicht hoffentlich morgen nicht mehr. Gut, also wir wollen natürlich auch wissen, was ist in Dresden los, Andreas Fritsch? Sie wissen das Ergebnis aus Osnabrück. Wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung hier in Dresden war sensationell. Sie ist auch immer noch sensationell. Das sehen wir hier hinter uns. Und die Stimmung war natürlich auf dem Siedepunkt als in Osnabrück, die Mainzer, die zweite, da das Tor gemacht. Wir können uns angucken, die Reaktion der Fans zu diesem Zeitpunkt. Da war natürlich hier die Hölle los. 10.000 Fans, begeisterter Jubel, wir können es hier sehen. Und dann schleppte sich das Spiel allerdings aus Dresden sich ja so ein bisschen dahin. Ja, und dann Mike Wagefeld, was ist los? Die Dresden heute seltsam verhalten, gerade auch in der Abwehr, ne? Ja, da hat er jetzt richtig gesagt, sie sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Die Magdeburger, muss man sagen, die machen es auch wirklich gut. Dann wird es halt schwierig, sagen wir, den Hebel umzulegen. Und jetzt müssen sie schon die eine oder andere Schippe drauflegen. Denn wäre schon schöner, wenn du wenigstens mit einem Punktgewinn dann aufsteigst. Mike Wagefeld kennen Sie, aufgestiegen mit dem HFC, mit Hansa Rostock und natürlich zweimal mit Dynamo Dresden. Eine Schippe drauflegen, was würdest du als Trainer der Mannschaft jetzt sagen? Ich bin ja noch, du bist Student, du bist ein riesiger Student, ich weiß. Ja, ne, sie müssen halt einfach in die Zweikämpfe finden, glaube ich, ein einfacher spielen und sag mal, sich auf diese Art und Weise, wie Magdeburg Fußball spielt, sag mal, mal drauf einstellen und gegenhalten und dann sind sie nach vorne so gut, dass sie immer für ein Tor gut sind. Aber wir müssen ja auch mal eins sagen, Dynamo Dresden ist Tabellenerster in der Heimtabelle, in der Auswärtstabelle, in der Fairplay-Tabelle und auch in der Torschützenliste Platz 1 und 2. Also auch mit ein bisschen Moll im Gesicht, wie wir es hier beide tragen, Präsident Andreas Ritter, ist es trotzdem ja kein Grund, jetzt die Ohren hängen zu lassen, oder? Nein, ich glaube, wir werden uns schon fangen. Der Trainer wird jetzt die richtigen Worte finden. Man merkt natürlich auch den Druck auf die Spieler, jetzt unbedingt mal ein Spiel gewinnen zu müssen, damit wir es perfekt machen. Und dabei, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, sind die Magdeburger stark, so wie wir sie immer schon gekannt haben. Mal sehen, wie die zweite Halbzeit weitergeht.
Die Stimmung hier in Dresden nach wie vor riesig. Wir haben natürlich aber auch mitbekommen, dass Dresdner Fans im Magdeburger Stadion schlicht und ergreifend fehlen. Da gibt es auch über die sozialen Netzwerke einige Nachrichten. Was erreicht da das Präsidentenohr? Also eigentlich ist für mich momentan das Spiel etwas zweitrangig, weil ich bin schon etwas erschüttert hier. Wir haben erfahren, dass 700 unserer Fans aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion gelassen wurden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei einer guten Organisation 700 Fans nicht ins Stadion rein können. Das finde ich, also das muss aufgearbeitet werden. Das soll ein Fußballfest werden. Scheinbar geht das gerade alles etwas nach hinten los. Da sind wir natürlich alle ein bisschen auch auf die Nachrichten aus Magdeburg angewiesen. Das verbreitet sich über soziale Netzwerke. Keiner weiß hier natürlich so richtig, was los ist. Fakt ist eins, die Stimmung hier ist richtig gut. Und hier wird gesungen, wie auch in einem ganz normalen Spiel, als wenn hier die Kicker auf dem Rasen wären. Was ist das für ein Gefühl? Red noch mal über das Schöne. Ah, das ist immer ein wunderbares Gefühl, auch hier mal auf dem Rasen zu stehen. Die Fans, wenn sie jubeln, es ist eine Atmosphäre. Ich glaube, Dresden ist anders, hat ja mal einer gesagt. Und das bewahrheitet sich auch wieder heute, indem so viele tolle Zuschauer, unsere Fans zum Spiel hier zum Public Viewing gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir es noch reißen und dass wir heute alle eine richtige Party hier abziehen. Das wollen wir natürlich auch nach Magdeburg in die Kabine senden, wo Uwe Neuhaus gerade hoffentlich die richtigen Worte findet. Mike, wie erlebst du das? Aufstiegsparty gewöhnt natürlich auch. Ist das nicht irre, was hier in Dresden abgeht? Hier wird gesungen, hier wird getanzt, hier gibt es dieselben Gesänge, als wenn die Spieler hier wären. Ist schon ganz schräg, ne? Ja, dass Dresden anders ist, hat ja auch schon mal jemand gesagt. Und ich denke, Dresden ist schon immer eine fußballverrückte Stadt gewesen. Und das zeigt es ja auch wieder, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Und ist beeindruckend, ja. Wer nicht hüpft, ist Magdeburger. Hier sehen wir es nochmal. Das ist also wirklich eine Riesenstimmung. Und mit diesem Energieschub aus Dresden, der natürlich der SG Dynamo Dresden gilt, geben wir von hier ab zu euch nach Magdeburg. Ja, danke Andreas. Das waren ja auch viele, viele Informationen, die ihr für uns hattet. Wir haben Zuwachs bekommen. Mike Franz vom 1. FC Magdeburg ist bei uns und ist der einzige im Moment, der hier in der Runde lächelt. Ihre Mannschaft führt 1-0. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Sind Sie überrascht über die Leistung Ihrer Mannschaft? Überrascht nicht, aber ich glaube, es ist heute mit die beste Saisonleistung, die wir hier abliefern. Wir machen ein tolles Spiel, wir halten dagegen und Dynamo Dresden hat trotzdem eine Riesenqualität. Man hat es ein, zwei Mal gesehen. Die Pässe in die Tiefe und dann waren sie brandgefährlich, aber wir machen ein tolles Spiel. Ich glaube, wir können auch höher führen. Ich glaube, es war sogar ein Elfmeter, wenn ich mir das, was ich von der Tribüne gesehen habe. Aber 1-0 ist okay und jetzt gucken wir weiter. Dann gucken wir gemeinsam mal auf die wichtigen Szenen der ersten Spielhälfte. Beginn in der 26. Minute. Der Kapitän war unterwegs, so wie es lo. Und dann kam Christian Beck. Sagen Sie was, vielleicht erst Mike Franz. Ja, ärgerlich. Wenn Christian ihn vielleicht mit dem Kopf nimmt, dann hat er die bessere Position. Aber ja, er probiert und wenn er drin ist, sagt jeder tolles Monats. So ist es schade. Marco, auffällig, dass die Innenverteidigung diesmal von Dynamo Dresden kaum einen Kopfball gewinnt und sich auch hier verschätzt. Ja, wir haben Probleme auf den Außenräumen Richtung Eckfahne. Kommen die Magdeburger immer in die Tiefe, bringen dann sehr, sehr schnell die Flanken und hohe Bälle. Und da sind wir heute wirklich nicht so souverän. Gut, schauen wir direkt in die 30. Spielminute. Ja, man muss sagen, wieder die Hausherren im Angriff und hier vielleicht ein bisschen Glück. Marco Hartmann sieht so erst. Ja, ich denke, das war jetzt ein Zufallsprodukt, aber auf Außen eigentlich schon wieder viel zu viel Platz. Und ja, es wirkt hinten nicht gut abgestimmt und die Räume sind sehr, sehr groß, die wir ihnen bieten. Gut, dann schauen wir natürlich auf die Chance von Justin Eiler. In der 32. Minute, auch hier mal ein Missverständnis auf Magdeburger Seite. Das, Sie gucken alle gespannt hin, können aber auch was dazu sagen, Marco Hartmann. Ja, das ist das Spiel, was wir wollen. Zwischen die Linien kommen und dann die Bälle durchstecken. Eiler ist hier einen Schritt zu spät dran, der Pass war ein bisschen zu weit. Aber das sind die Szenen, von denen wir viel, viel mehr brauchen. Und wenn wir die erzeugen, dann glauben wir auch wieder mehr an uns. Mike Franz, Puttkammer war da noch ein bisschen an Eiler, aber ich denke, das gehört zum Geschäft, oder? Ja, das ja. Ich meine, das war, wie gesagt, war ein toller Pass und er hat die Dinger auch schon gemacht. Zum Glück hat es er heute jetzt nicht gemacht. Man muss auch sagen, er hat auch super gehalten, ne? Dass Klinker da rauskommt mit vollem Risiko. Das hat er auch gut gemacht, kann man auch sagen. Gut, dann kommen wir natürlich zum Tor. Gefallen in der 41. Minute. Und hier habe ich mich gewundert, vielleicht auch Marco Hartmann, beschreiben Sie es erstmal aus Sicht von Dynamo. Ja, hier im Ballverlust in der gegnerischen Hälfte und mit einem Pass sind wir ausgehebelt. Da fehlt komplett die Besetzung in der Tiefe, die Absicherung.
Und das Dribbling ist ein bisschen zu einfach. Also der dribbelt, nimmt, zieht 3-4 Leute auf sich und dann ist komplett blank. Ja, beinahe abgefälscht, aber da ist dann eigentlich schon zu spät. Mike Franz, hätten Sie, so wie es nur so, gehen lassen? Ja, es macht er gut. Er zieht nach innen, er geht in die gefährliche Zone rein und die Verteidiger müssen ja rausrücken, weil wenn sie nicht rausrücken, kann er auch schießen. Also von daher hat er das sehr gut gemacht und hat dann das Auge und ja, Michel haut den natürlich, lupft den schön rein und das war glaube ich, ein toller Angriff, wo wir dann auch gut abgeschlossen haben. Also Stand 1:0 für den 1. FC Magdeburg und Stand auch im Moment eigentlich 2 Sieger. Sie wären in Liga 2, Sie hätten Heimspiel gewonnen. Aber die Stimmung ist nicht so, als wenn man hier wirklich 2 Sieger hätte. Nein, ich denke, für uns ist das im Moment nicht zufriedenstellend. Auch die Art und Weise, wie wir spielen, es sind sehr, sehr viele in Dresden, die sich das angucken, die uns unterstützen. Und da wollen wir was anderes bieten. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir uns zweite Halbzeit machen werden. Wir müssen noch kurz aufklären, war ja auch eben Thema in Dresden. 700 Fans von Dynamo nicht im Stadion. Bislang hat man von den Fans hier gar nichts gehört. Haben Sie nähere Informationen? Wir haben nur den Fakt, dass die Polizei eben haufenweise Fans rausgenommen hat. Nee, ich habe es mitbekommen, dass der Block nicht voll besetzt ist, dass auch keine Stimmung gemacht wird. Ich weiß nicht, was da passiert ist und kann es deswegen auch ganz schlecht beurteilen. Aber müsste man nicht normalerweise unterstützen, obwohl eben 700 fehlen? Ja, die Fans haben aber auch so ein bisschen ihr Leben und ich glaube auch, dass einige damit überhaupt nicht zufrieden sind und vielleicht ist es eine kleine Protestaktion. Gut, 1:0, Mike Franz, aus Ihrer Sicht sicherlich das, was Sie wollen. Sie haben aber auch schon angedeutet, Sie wollen noch mehr. Dresden wird kommen. Ja, das ist uns klar. Ich sage, es ist absolut zu Recht der verdiente Tabellenführer, eine Riesenqualität in ihren Reihen, aber wir wollen das Spiel heute gewinnen. Wir wollen, wenn man sieht, was hier für eine Stimmung heute im Stadion ist, ist das schon beeindruckend und wir wollen unseren Fans heute einen Sieg schenken, aber es wird natürlich extrem schwer, weil Dynamo einfach auch brutale Qualität hat. Wir wollen natürlich nicht vergessen, heute wurde auch ein Mann hier im Stadion geehrt, der Geschichte geschrieben hat für den 1. FC Magdeburg. Joachim Streich. Vielleicht haben wir ein paar Bilder hier. Ist am vergangenen Mittwoch 65 geworden. DDR-Nationalspieler. Natürlich der Torschütze beim 1. FC Magdeburg. Tradition pur eben hier bei diesem Derby. Aber eins muss man auch sagen, das Ziel vom 1. FC Magdeburg. Ist es jetzt Platz 4, ist es Platz 3 oder gibt man sich jetzt schon zufrieden als Aufsteiger mit dem, was man erwartet hat? Ja, erstmal haben wir eine tolle Saison bis hierher gespielt, aber es sind noch Spiele zu spielen und im Optimalfall wollen wir natürlich Platz 4 erreichen. Das wird nicht einfach, weil wir auch noch schwere Spiele haben, aber wir sind ja jetzt auf einem guten Weg und wenn wir heute gewinnen, rücken wir wieder ran und dann ist auch alles drin. Marco Hartmann, nicht nur Sie, sondern auch Stefaniak fehlt wegen der 5. gelben Karte. War das ein bisschen zu viel Veränderung vielleicht jetzt in der 1. Hälfte oder glauben Sie, da wird jetzt noch mal was verändert? Ich glaube schon, man hat den Jungs angesehen, dass sie so noch nicht zusammengespielt haben, auch von hinten heraus mit dem Torwartwechsel noch mal. Es war notwendig, es ging nicht anders. Aber ich denke, dass die Jungs, die auf dem Platz stehen, auch die Qualität haben und das dieses Jahr auch schon bewiesen haben und das jetzt hoffentlich zweite Halbzeit auf dem Platz bringen. Gut, wir sehen die Mannschaft auf dem Platz. Vielen Dank Ihnen beiden und wir machen weiter mit Ihrem Reporter Thorsten Pischel. Vielen Dank euch drei da unten. Keine Wechsel bei beiden Mannschaften, soweit ich das überblicken kann, auch nicht bei den Dresdnern. Da ist ja durchaus ein bisschen Potenzial auch noch da. Denken wir an Ayas Osman, der aus disziplinarischen Gründen ja draußen gelassen worden ist. Der feine Techniker, aber als er ausgewechselt worden ist letzte Woche, hat er wütend seine Schuhe gegen die Bande geschmissen. Und da ist dann Uwe Neuhaus auch einer, der das gern mal durchaus mit einer Reaktion versieht. Der 1. FC Magdeburg wird anstoßen, stand jetzt mit 5 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Das bedeutet, es ist noch ein bisschen was drin. Wir dürfen nicht vergessen, es sind ja auch noch 4 Spiele zu absolvieren in dieser Saison. 38 Spieltage in der 3. Liga. Magdeburg also jetzt in dieser 2. Halbzeit das, was sie sich gewünscht haben. Sie spielen auf ihren Fanblock zu, auf den Block U. Und Dynamo Dresden muss ein anderes Gesicht zeigen. Wollen sie hier nicht mit einem Dämpfer nach Dresden fahren, dann werden die Aufstiegsfeierlichkeiten eher spartanisch ausfallen. Tor in Osnabrück! Jim Patrick Müller. Tor in Osnabrück? Na, da wollen wir doch sehen, was passiert ist, Andreas Mann. Marcos Alvarez mit dem 1:1 für den VfL Osnabrück. Das hatte sich ein Stück weit angedeutet. Der VfL mit viel Zug zum Tor in Durchgang Nummer 2. Und Marcos Alvarez, vielleicht der beste Osnabrücker
in diesem Spiel mit dem Ausgleichstreffer, Vorarbeit von Donatelli. Und dann spritzt er dazwischen am 5-Meter-Raum und gleicht aus zum 1:1. Also alles wieder offen an der Bremer Brücke und ein weiterer Treffer für Osnabrück. Und Dresden muss die Aufstiegsfeier vertagen, wenn es auch in Magdeburg so bleibt. Also 1:1, Osnabrück zurück nach Magdeburg. Danke, Andreas, für diesen kurzen Blick hinüber nach Osnabrück. Also es wird immer spannender. Dresden hat es natürlich nach wie vor selber in der Hand. Egal, wie das Spiel in Osnabrück ausgeht, ein Punkt hier für die Dynamos. Und sie sind sicher in Liga 2. Aber Stand jetzt fehlt eben nur ein Tor von Osnabrück. Und das Ganze wird erneut verschoben. Die Blitztabelle, Sie sehen es. Also Dresden nach wie vor bei 67 Punkten, Osnabrück jetzt bei 53. Wenn die noch ein Tor schießen, stehen sie bei 55 und dann sind es eben nur 12 Punkte. Und wir haben den gleichen Abstand mit zwar einer deutlich besseren Tordifferenz. Natürlich, aber theoretisch wäre Dynamo Dresden dann immer noch nicht aufgestiegen. Sie haben hier den zweiten Matchball und im Vergleich zum vergangenen Spieltag haben sie es heute selbst in der Hand. Ein Tor schießen. Und dann ist völlig egal, was in Osnabrück passiert. Der Kampf um den Relegationsplatz, Sie haben es auch eben noch mal gesehen. Magdeburg durchaus wieder mit dabei. Jetzt mit Würzburg, mit Groß-Asbach, mit Osnabrück und mit Außenseiterchancen. Dann auch noch die Magdeburger, die hier ansetzen mit dem Schuss von Christian Beck. Sie sehen es, die Dresdner Fans verlassen Stück für Stück immer weiter das Stadion. Ist natürlich eine permanente Kommunikation auch da zwischen denen, die hier drinnen sind und denen, denen da draußen der Eintritt verwehrt worden ist. Schon skurrile Situation. So begehrt diese Tickets. 2000 gab es einige, die haben stundenlang bis zu 40 Stunden gecampt vor dem Ticketschalter, um heute hier dabei sein zu können. Und jetzt ist es eine ganz trübe Stimmung hier, ganz im Gegensatz zumindest, was wir vorhin ja erleben konnten im eigenen Stadion, wo die 10.000 zusammenstehen und natürlich hoffen, dass sie heute hier noch den Aufstieg feiern können. Niklas Kreuzer, jetzt hat er mal ein bisschen Platz, gut zurückgelegt, wollte ich sagen, zu Testrot, aber zu ungenau. Spiel läuft weiter, kein Foul, sagt Gräfe. Verona Pulido gegen Monika. Monika bleibt Sieger. Wieder das Duell. Wieder kein Pfiff. Oh, da ist ordentlich Alarm bei den beiden. Könnte durchaus mit dieser Szene zusammenhängen, kurz nach Anpfiff, als Verona Pulido auf Michael Lehfeller aufgelaufen ist. Und mit schmerzverzerrtem Gesicht im 16er liegen blieb. Eilers verspringt der Ball. Und da liegt der Schiedsrichterassistent ein zweites Mal daneben. Ball kam vom Magdeburger. Hätte also Einwurf für Dynamo geben müssen. Uwe Neuhaus und Peter Nemeth hier unten beschreiben Ihnen das kurz, während wir hier den Blick in den fast leeren Dresdner Fanblock sehen. Waren da schon aufgesprungen. Justin Eilers an einer sehr empfindlichen Stelle getroffen. Beim Boxen gibt es beim Tiefschlag die Chance, den Kampf zu unterbrechen. Auch hier gibt Gräfe ein paar Augenblicke. Justin Eilers streckt sich. Weiter geht's. Und da haben wir übrigens einen, der Boxer, Dominik Bösel.
hier in Magdeburg, ja beim SES Boxstall, wird am 30. April in den Ring steigen, live bei Sport im Osten, extra Boxen live gegen Dennis Liebau, die Interkontinentalmeisterschaft im Halbschwergewicht. Dazu die deutsche Meisterschaft im Weltergewicht, die große Revanche zwischen Philipp Schuster aus Halle und Felix Lamm aus Nordhausen. Können Sie sich freuen, am 30. April, 22:30 im MDR Fernsehen. Bösel, der hat heute noch beim Sparring hier gut 5 Kilometer entfernt vom Stadion gestanden und dann ganz schnell in die Dusche, wollte sich dieses Spiel natürlich auch nicht entgehen lassen. Christian Beck gegen Hefele. Aber kommt den Flankenball. Wieder ist es Michel Niemeyer. Und Justin Eilers mit zurückgeeilt. Verhindert das zweite Tor vom Mann mit der Nummer 19. Dresden hat nach wie vor große Probleme, auch zu Beginn dieser zweiten Halbzeit im Spielaufbau. Bälle verspringen, Pässe zu ungenau. Löwansröben mit dem Kopfball, Riesentat von Wiegers. Noch ist es nicht vorbei. Hamann, der hat den Hammer zu hoch angesetzt. Magdeburg dem zweiten Tor, ganz, ganz nah. Jan Löwansröben wäre genauso eine Torpremiere gewesen wie vorhin bei Michel Niemeyer. Beck ist durch, kein Abseits gegen Monika. Also Patrick Wiegers bei seinem Liga-Debüt in dieser Saison. Mit ganz viel Arbeit. Erste Wechsel bei Dynamo Dresden deutet sich an und hatte das ja vorhin schon mal ein bisschen angedeutet. Spielkultur brauchen sie. Und die wird jetzt erhofft von AS Ausmann. Marona Poli dort drin im 16 auf Lattenknaller. Beck danach. Offensiv-Power-Up. Wiegers schon geschlagen und Beck verzieht dann knapp. Dresden hat gewechselt. Yannick Müller ist runtergegangen. Hat heute wenig hier auf die Platte bekommen. Für ihn Ayers Ausmann jetzt im Mittelfeld. Da haben Zentimeter entschieden. Gut von Vegas, dass er da draußen war und vor Farola Pulido klären konnte. Wechsel haben sie eben gerade eingeblendet gesehen. Yannick Müller, der Mann mit der 18, also runter. Ayers Ausmann. Ein spannendes, ein packendes Fußballspiel. Magdeburg führt hier mit 1:0. Das sind die großartigen Dinge, die diese Liga, dieser Sport schreibt. Nicht ganz so gute Nachrichten kommen von außerhalb des Stadions. Neue Meldungen der Magdeburger Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter.
gibt Zusammenstöße zwischen Fans und der Polizei, einige Verletzte. Auf beiden Seiten. 55 Minuten hier im Stadion gespielt. Diesem Spiel, dem inzwischen vielleicht noch 500 Dresdner, vielleicht sind es sogar noch weniger, nur noch zuschauen. Und was Sie da von Ihrer Mannschaft sehen, ist im Augenblick alles andere als ein tolles Fußballspiel. Alles andere als ein Auftakt für eine Feiernacht. Stand jetzt sind sie ja aufgestiegen, weil Osnabrück gewinnen muss bei einer gleichzeitigen Niederlage von Dynamo Dresden, um den Aufstieg eine weitere Woche zu verschieben. Das ist natürlich alles andere als auch einfach. Seit der vergangenen Woche wird in Dresden über kaum ein anderes Thema so intensiv gesprochen wie über den Aufstieg, wie gefeiert wird. Aber Uwe Neuhaus hat immer wieder betont, Männer, wir müssen diesen Schritt erst noch gehen. Wir müssen durch die Tür erst noch durch. Natürlich gibt es Schützenhilfe, wie in der vergangenen Woche vom FC Rot-Weiß Erfurt. Wie Stand jetzt auch von Mainz 2. Aber nach so einer souveränen, großartigen Saison, wie die Mannschaft von Uwe Neuhaus sie hingelegt hat, will man natürlich den ganz großen Triumph, dieses i-Tüpfelchen, dieses wundervolle Gefühl, den Aufstieg perfekt gemacht zu haben, anders erleben als durch die Schützenhilfe anderer Mannschaften. Was für ein schlechter Pass. Kein Abseits. Wiegers ist da. Bisschen zu steil. Christian Beck da geschickt. Räume für Magdeburg werden größer. Jim Patrick Müller auf Ayaz Osman, das ist der neue Mann. Beck gegen Modica. Stark vom Innenverteidiger. Spiel läuft weiter. Da ist jetzt ganz schön viel Alarm drin. Da sucht man auch gern mal den Körperkontakt, nimmt die Arme zwar zur Seite, aber der kleine Rempler. Die Absicht ist natürlich von beiden da gewesen, sowohl von Eilers als auch von Nico Hamann. Das ist keine große Sache, aber man spürt, wie wichtig beide Mannschaften das hier nehmen. Achtung hier, diese Aktion war natürlich gar nichts und das genauso nichts. Körpertäuschung, linker Fuß und schon ist die Kugel drin. Und schauen Sie mal Jens Hertl an. Immer noch ist da kein euphorischer Jubel. Kreuzer nicht nah genug dran. Bleibt dabei. Das, was Verona Polido heute macht, ist ganz großes Tennis. Geht viel zu einfach. Kein Fuß davor. Kreuzer dreht sich so ein bisschen weg. Das ist zu halbherzig. 2-0 Magdeburg. Stunde gespielt. Torschütze Manuel Farona Polido, der 22-Jährige, mit seinem dritten Saisontor.
Und jetzt ist genau das eingetreten, was Dynamo Dresden unter allen Umständen verhindern wollte. Dass sie abhängig sind von anderen Mannschaften, dass sie abhängig sind von dem, was die zweite Mannschaft von Mainz in Osnabrück zeigt. Zwei Tore für Dresden müssen her, um wieder das Heft des Handelns bei sich zu haben. Abseits von Beck. Von den Abständen her hat sich jetzt nichts getan, außer ein kleines bisschen natürlich bei der Tordifferenz. Aber da liegt Dynamo Dresden nach wie vor sehr, sehr weit vorne. Deswegen werden sie auch aufsteigen. Aber es sind auf Osnabrück. Und das ist die Mannschaft, die die Punkte nach oben hin noch verändern kann. Die können noch 55 holen. Würzburg wird bei 54 stehen bleiben. Die haben schon gespielt. Groß-Asbach, da ist die 3 Punkte in Cottbus schon eingerechnet. Also Osnabrück, die können noch 2 drauf bekommen. Dann sind sie bei 55. Dann sind es 12 Punkte Rückstand bei noch verbleibenden 4 Spielen. Die sind eben theoretisch noch aufholbar. Und das würde bedeuten, dass auch der zweite Matchball von Dynamo nicht genutzt wird. Sollten die Osnabrücker noch ein Tor schießen. Aber sie haben es nach wie vor selber in der Hand. 2 Tore, das ist ihnen durchaus zuzutrauen. Aber wirklich heute, es ist kein gutes Spiel, was Dynamo Dresden heute hier abliefert. Ausmann. Gut gespielt, schöner Doppelpass. Ayers Ausmann, links geht Holthaus, bekommt den Ball. Flanke ist da. Und das Tor ist da von Testroth. Eingeleitet durch eine tolle Einzelaktion von Ayers Ausmann, den sie hier, den Mann mit der 15, eingewechselt haben. Schöner Doppelpass. Dann gibt er den Ball hinüber zu Fabian Holthaus. Und da ist der Anschlusstreffer. Und schauen Sie mal, was da im Dresdner Stadion los ist. Jetzt wissen Sie es. Sie können es wieder schaffen. Ein einziges Tor fehlt. Dann haben Sie alles selber in der Hand. Es bleibt weiter spannend. Pascal Testroth mit Saisontor Nummer 18. 10.000 in Dresden freuen sich auf eine Aufstiegsparty. Die kann es durchaus geben. Stand jetzt sowieso. Aber sollte Osnabrück noch ein Tor schießen, dann bedarf es auch eines weiteren Treffers hier in Magdeburg von den Männern in Weiß und einem kleinen bisschen Schwarz-Gelb heute. Pascal Testroth, 63. Minute, nur 3 Minuten nach dem zweiten Tor von Farola Polito für Magdeburg. Also sind sie wieder dran. Ein einziges Tor hier, ein einziges Tor in Osnabrück. Es bleibt verdammt spannend. Gute halbe Stunde ist noch zu spielen. Bei Magdeburg wird es gleich den ersten Wechsel geben. Sebastian Ernst, der ein bisschen angeschlagen war. Ja, Beck wieder einen halben Meter im Abseits. Zu früh einfach gestartet. Jetzt wird getauscht auf Seiten des ersten FC Magdeburg. Sebastian Ernst kommt rein. Und der kann sich jetzt feiern lassen für ein großartiges Spiel bisher. Manuel Farola Polido, und das passiert auch. Viele gute Aktionen, viel gelaufen. Die Dresdner Innenverteidigung inklusive Wiegers immer wieder unter Druck gesetzt. Und das kurz vor der Auswechslung. Die Top-Aktion des Tages, das 2:0, das zwischenzeitliche. Direkt vor Block U. Manuel Farola Polido. Der links wie rechts gut agieren kann. Sebastian Ernst also jetzt in der Partie, der ein bisschen angeschlagen war. Ausmann, 18 Meter. Dresden ist aufgewacht. Der Anschlusstreffer als Dosenöffner. Ja, da hat der eine richtig gute Schussposition. Kein Block in der Mitte.
klar, der will es natürlich jetzt dem Trainer beweisen. Ist ja ein hochemotionaler Spieler, dieser Ayas Osman. Einer, mit dem Uwe Neuhaus immer wieder Einzelgespräche führt, der das braucht, diese Unterstützung des Trainers. Ja, jetzt mal ein gewonnenes Kopfballduell da drüben von Holthaus gegen Putzen, aber Ball landet sofort bei den Magdeburgern. Puttkammer ein bisschen überrascht, löst er aber gut. Wieder Osman. Gut weitergeschoben von Testrot auf Justin Eilers. Eilers! Justin Eilers mit dem Tor. Wieder die beiden Offensiv-Topstars der Dresdner mit dem Erfolg. 63. und 67. Minute. Innerhalb von 4 Minuten kommt Dresden zurück. Und jetzt fliegt in Dresden das Dach weg. Das ist genau das, was sie sich gewünscht haben, es selber in der Hand zu haben. Und Stand jetzt ist es völlig egal, was in Osnabrück passiert. Stand jetzt hat Dynamo Dresden einen Punkt und das bedeutet, dass sie definitiv aufgestiegen wären. Stand jetzt. Osman gewinnt das Kopfballduell. Testroth leitet weiter und Eilers mit dem ganzen Frust von 66 Minuten, die nicht gut gelaufen sind für ihn, rammt er diesen Ball ins Tor. 20 Tore hat er jetzt auf dem Konto. Justin Eilers, der Topstürmer dieser Liga, damit auch seinen eigenen Rekord vom letzten Jahr überflügelt, als er 19 Mal getroffen hat. Erneute Rekorde zeichnen sich also ab. Justin Eilers. Und das ist eben das, was diese Mannschaft verkörpert, weswegen sie am Ende auch verdient in die zweite Liga aufsteigen wird. Und das ist genau das, was wir nicht sehen wollen. Erst die Rauchbombe auf den Rasen und jetzt fliegt ein Bengalo in die Magdeburger Fans rein. Lassen Sie uns hoffen, dass das jetzt da drüben friedlich bleibt. Einige Magdeburger klettern über die Sitze hinüber. Ordner sind parat. Dresdner Wechselspieler versuchen da zu beruhigen in der Ecke. Spiel ist natürlich unterbrochen. Es fliegen weiterhin Gegenstände. Block füllt sich jetzt auch langsam wieder. Die beiden Trainer auf dem Rasen. Uwe Neuhaus und Peter Nemitz auf dem Weg in die Kurve. Kurzes Shake-Hand mit Jan Glinka. Beide kennen sich natürlich noch von Union. Uwe Neuhaus. Das hat er noch nie gemacht. Kapitän ist da, Michael Hefele. Sie sehen da Pascal Testroth. Ist das Stefan Kutschke, der da sogar auf den Zaun hochgeklettert ist? Ja. Wir beschreiben ihn. Das, was hier im Stadion passiert, können Ihnen immer wieder auch mal die Nachrichten der Magdeburger Polizei mit auf den Weg geben. Im Augenblick die Lage außerhalb des Stadions ruhig. Hoffen wir, dass das jetzt hier der einzige Zwischenfall war. Es ist auch so stupide. Die Mannschaft schießt dieses zweite Tor, hat alles selber in der Hand und dann reißen sie es selber wieder ein mit solchen Pyroaktionen. Da können Tausende, Zehntausende ihre Mannschaft frenetisch, friedlich mit hoher Kreativität anfeuern. Erinnern wir uns an diese riesige Blockfahne beim Hinspiel gegen Magdeburg in Dresden. Kuriose Szene, jetzt zwei Magdeburger Fans da wohl auf dem Spielfeld. Verstehe auch nicht, dass da kein Ordner da ist und die jetzt da
vom Feld holst. Ralf Menge sehen wir da, der heute im Fanzug mitgekommen ist, der Sportdirektor der Dresdner. Auch lustig, dass der Ordner da erst nochmal auf die Karte gucken muss, die Arbeitskarte, um zu wissen, wer das ist. So, jetzt wird versucht, da alle die, die im Innenraum nichts zu suchen haben, wieder über die Bande zu bringen. Das ist ja schnell hereingehüpft. Oh, Stefan Kutschke ist jetzt hier in der Mitte zu Manuel Gräfe gelaufen. Gibt ihm da ein paar Informationen mit. So, und das ist natürlich ein Bild, was völlig skurril ist. Das sind Bilder, die wir in dieser Saison zum Glück ja auf Dresdner Seite kaum noch gesehen haben. Das war die Stärke, dass diese Mannschaft auch deutschlandweit mit ihren Fans die Schlagzeilen bestimmt hat, weil es sportlich positiv lief, weil es wirtschaftlich positiv lief und eben nicht mit solchen Bildern, wie wir sie eben gerade in den letzten Minuten erlebt haben. Anstoß ist da nach dem 2-2 von Justin Eilers. Spiel gut 5 Minuten unterbrochen, gibt es natürlich dann hinten drauf. Block der Dresdner wieder etwas voller. Stand in Osnabrück nach wie vor 1-1. Aber ich hatte es angedeutet, im Augenblick völlig egal, was da in Osnabrück passiert, solange es hier bei dieser Punkteteilung blau bleibt und Dynamo Dresden einen Punkt holt. So, Magdeburg wird nochmal wechseln, bringt Burak Altiparmak, Niklas Brandt wird rausgehen. Nächster Wechsel läuft am 1. FC Magdeburg. Also klare Ansage auch. Sie werden jetzt hier nicht den vollen Sturmlauf schieben. Burak Altiparmak, der ja durchaus auch Außenverteidiger spielen kann, nimmt jetzt die Position von Niklas Brandt im defensiven Mittelfeld ein. Ich bin sehr gespannt, was Dynamo Dresden jetzt hier mit diesem Spiel anfängt. Ob sie sich zurückziehen werden, auf eine Konterchance lauern werden. Gut gespielt, wieder Ausmann, derjenige, der das Ganze eingeleitet hat. Spiel ist viel besser geworden, seit der Mann mit der Nummer 15 in der Partie ist. Nicht umsonst einer, der es immer wieder in die Startelf geschafft hat. 26 Mal Startelf für den
Mann, der in Syrien geboren wurde. Testroth mit der Stiefelspitze da dran. Hätte schief gehen können, der Pass von Hamann. Aber Glück gehabt. Butzen gegen Holthaus. Die Idee war gut, nur Christian Beck hatte nicht damit gerechnet, den Ball da einfach mal frech an der Torlinie lang hinüberzuschieben. Das kann bei einem Trainer durchaus schon mal erhöhten Puls auslösen, so etwas, was Patrick Wiegers da vollführt hat, aber Kirin Moll hat das gut gelöst. Wieder Ausmann, Riesenlaufpensum, der ist überall zu finden im Augenblick im Dresdner Spiel. Will die Kugel. Versteckt sich nicht. Der Tunnel und das natürlich der Pfiff nach dem Foul von Lompi Lamberts an Alti Pamak. Stand jetzt ist Dynamo Dresden in der kommenden Saison definitiv in Liga 2 dabei. Aufstiege hat Dynamo Dresden übrigens nach der Wende immer nur auswärts geschafft. Das letzte Mal viel, viel dramatischer, als es in dieser Saison passiert. In der Relegation gegen den VfL Osnabrück. Mit Verlängerung. Auch da gab es das Mitfiebern im Dresdner Stadion, so wie heute. Stimmung in Dresden, kann ich mir vorstellen, ist prächtig nach diesem zweiten Tor von Justin Eilers, der sich hervorragend durchsetzt und dann Vollspann Jan Glinker vorbei. Und so haben es die beiden Coaches erlebt. Uwe Neuhaus und Peter Nemetz. Jo, genau so. Natürlich ist hier ganz viel Emotion drin in diesem Spiel. Wenn da nicht allzu viele dabei sind, die aus der Region stammen, ist allen Spielern da unten klar, in Bezug, was die Historie bedeutet. Dynamo Dresden wird gleich nochmal wechseln. Stefan Kutschke, der sich ja in Sachen Fanbetreuung heute schon einige Kletterpunkte verdient hat da hinten. Auf dem Zaun wird gleich kommen. Schreibe ihn das kurz. Uwe Neuhaus, der ihn nochmal mit einer kurzen Umarmung und einem kleinen Klaps in Richtung Mittellinie geschickt hat. Dort wartet er jetzt und wird dann von Peter Nemeth, dem Co-Trainer, gleich rausgeschickt werden. Sehr geschickt vom Schiedsrichterassistenten, bevor er überhaupt angezeigt hat, wohin es geht, in welche Richtung der Einwurf vollführt wird, wird das bei der Wechsel angezeigt. Kann er noch eine Runde drüber nachdenken. So, Pascal Testroth wird runtergehen. Der Mann, der den wichtigen Anschlusstreffer erzielt hat. Das zwischenzeitliche 2:1. Er heute also mit
seinem 18. Saisontreffer und kurz darauf dann der Ausgleich durch Justin Eilert. Also die beiden Top-Stürmer, sie haben erneut getroffen. Das hat es so in dieser Liga, dieser dritten Liga, noch nie gegeben. Die beiden stehen jetzt bei 38 Toren insgesamt. Das bisherige Rekordduo aus Braunschweig mit Domi Kubela und Dennis Krupke aus dem Jahre 2011 hatte 35 auf dem Konto. Also auch da hat Dynamo Dresden einmal mehr eine Mauer durchbrochen. Knapp 22.000 sind live mit dabei bei diesem spannenden, packenden Spiel. Gräfe hat das Ganze zurückgepfiffen. Sowislo, da die Zange genommen von Moll und Ausmann. Kutschke, der natürlich da ein Faktor ist, 1,94 auch eher groß für die hohen Bälle. So, bis los. Schön gemacht. Ernst startet. Schlechter Ball vom Kapitän. Großes Raunen hier im weiten Rund. Hefele gegen Ernst. Gibt die gelbe Karte. Vierte gelbe für Michael Hefele, der also am Ende der Saison dann durchaus noch mal zittern muss, ob er jedes Spiel in dieser Saison bestreiten wird. Auch wenn er das natürlich versucht, ganz geschickt zu machen, hat er den Arm draußen und unterbricht den Fluss, den Lauf von Sebastian Ernst. Absolut korrekt entschieden und damit Freistoß für Magdeburg. So, Nico Hamann bewegt sich weg, wird also nichts werden mit dem rechten Fuß von ihm. Orientiert sich in die Mitte, schickt Sebastian Ernst hinüber. Oder eben Michel Niemeyer mit dem linken Fuß. Diese beiden Optionen. Hamann, gute Variante. Spiel in Osnabrück steht nach wie vor 1:1. Dort wird gleich Schluss sein. Die haben ein bisschen eher angefangen. Offizielle Spielzeit dort bereits abgelaufen. Die Nachspielzeit läuft. Und das würde bedeuten, wenn es dort bei diesem 1:1 bleibt und der Abpfiff vollzogen ist, dann ist Dynamo Dresden aufgestiegen. Egal wie das hier ausgeht. Kutschke gewinnt das Kopfballduell und setzt nach. Schön gespielt, hinüber auf Lamberts, aber der steht einen Meter am Abseits. Offiziell hier Abpfiff die 85. Minute, Osnabrück. Aber gibt bestimmt 5 Minuten oben drauf. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es ausgegangen ist, Andreas Mann in Osnabrück. Es wird Zeit für ein nie mehr dritte Liga im Dresdner Stadion, denn 706 Tage nach dem Abstieg in Liga 3 ist Dynamo Dresden 15.49 Uhr zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der VfL Osnabrück erreicht nur ein 1:1 gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 und das reicht nicht,
um Dynamo nochmal zu ärgern. Dresden kann maximal noch Zweiter werden. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und damit zurück nach Magdeburg. Und auf der Dresdner Bank haben sie es mitbekommen. Daumen hoch, Pascal Testroth reckt schon die Arme nach oben. Schauen Sie mal die Minen, die da sind. Peter Nemetz mit der Bäckerfaust. Sie wissen, es ist vollbracht. Egal wie es hier ausgeht, Dynamo Dresden ist zurück in Liga 2 durch den Abpfiff in Osnabrück, weil die Osnabrücker eben nur einen Punkt geholt haben. Egal was hier passiert, Dynamo kann heute feiern. Und natürlich wollen sie das Ganze nicht mit einer Niederlage nach so einem emotionalen Spiel. Sind zurückgekommen, haben zwei Tore geschossen. Aber hier ist noch ordentlich zu spielen. Ausmann, Lamberts, Kutschke, ja, zu früh gestartet. Ist das nicht ein tolles Bild? Die beiden, die so viele großartige Momente in dieser Saison erlebt haben, können auch diesen Augenblick teilen. Justin Eilers, der beste Torschütze der Liga mit 20 Treffern. Und der Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus. Junge, es ist vollbracht. Egal, was hier passiert, wir werden heute Abend feiern können. Vier Spieltage vor dem Ende hat es Dynamo Dresden also geschafft. Und da haben sie es in Dresden auch miterlebt. Da hören sie es, da wissen sie es. Das Schluss ist in Osnabrück. Dass es dort nur einen Punkt gibt für den VfL. Dass sie nicht mehr zu verdrängen sind von einem der beiden Aufstiegsplätze in den noch verbleibenden vier Spielen. Die 10.000 in Dresden, die haben die Party schon begonnen, während das Spiel hier noch läuft. Tolle Bilder aus Dresden. Schön, dass wir ihnen das parallel mit nach Hause geben können. Und der Mann hat es endlich geschafft. Zweimal ist er schon aufgestiegen, Pascal Testroth mit Bielefeld. Zweimal hat er aber keine einzige Minute in der zweiten Liga gespielt. Einmal ist er ausgeliehen worden, direkt in der Saison danach nach Osnabrück. Und im vergangenen Jahr, als er mit einem Tor selber den Aufstieg für Bielefeld perfekt gemacht hat, da ging es für ihn in die dritte Liga, nach Dresden. Aber jetzt ist der Vertrag da für ihn und er wird in Dresden bleiben und er wird es im kommenden Jahr, in der kommenden Spielzeit, ab August zum ersten Mal in seiner Karriere zweite Liga erleben. Monika. Ausmann, der die richtige Reaktion gezeigt hat. Kreuzer drin im 16er gegen Michel Niemeyer und Sanke. Spitzelt ihm den Ball noch weg. Dresdner Bank steht keiner mehr. Alle umarmen sich. Das große Ziel ist erreicht. Pascal Testroth, der jetzt langsam in seinem Kopf ankommen lässt. Umarmt da Robert Andrich. Jeff Kornetzki heute mit als Ersatztorhüter. Testroth, der sich die ersten Tränen da aus den Augen gewischt hat. Die, die draußen sind, die können jetzt schon anfangen zu versuchen zu begreifen, was da eigentlich passiert ist. Große Ruhe jetzt hier im Stadion. Natürlich ist auch bei den Magdeburgern angekommen. Den Magdeburger Fans, die natürlich gerne das verhindert hätten, dass Dynamo Dresden ausgerechnet in ihrem Stadion aufsteigt. So, sehe ich es richtig? 7 oder 8 Minuten zeigt Manuel Gräfe da an. Auf jeden Fall war die zweite Hand auch noch ausgestreckt. So, jetzt gucken wir mal auf die Tafel. 8 Minuten gibt es obendrauf.
ergibt sich daraus, dass er 3 Minuten normal nachspielen lässt und das Spiel ja während der Pyro-Einlagen der Dresdner Fans für 5 Minuten unterbrochen war. Deswegen also gibt es 8 Minuten obendrauf. 90 Minuten sehen Sie oben im Display und unten. 8 Minuten jetzt für die Galerie. Die ersten nie wieder dritte Liga-Gesänge werden angestimmt. Wow. Hochemotionale Minuten auf der Dresdner Bank. Pascal Testroth. Am 16. Mai letzten Jahres war es. Also dieses 2:2 erzielte in der 86. Minute. Bielefeld damit zum Aufstieg geschossen hat. Da wusste er schon, dass es nach Dresden geht. Vorgestern, vor genau einem Jahr, hatte er den Vertrag unterschrieben, sich dennoch bis zum Schluss hineingekniet und Bielefeld den Aufstieg in Liga 2 ermöglicht. Es wird ein neues Tattoo geben, das hat er schon verraten. Seine Schwester, die bisher alle Sachen ausgesucht hat, wird ein neues entwerfen. Jetzt werden sie natürlich alles daran setzen, dieses Spiel hier auch nicht als Verlierer zu beenden. Oh, Unsicherheit da von Patrick Wiegers, der da wie wild durch den 5-Meter-Raum segelt. Dynamo Dresden wird noch mal wechseln. Jim Patrick Müller geht raus. Auch Magdeburg wechselt. Putzen runter. Für ihn kommt Tarik Cahit. Und er runter. Und Niklas Landgraf kommt rein. Premiere für den 20-Jährigen in der dritten Liga. Mann für die Defensive. Bekommt also jetzt hier an diesem historischen Tag von Trainer Uwe Neuhaus die Chance, ein paar Minuten mit dabei zu sein, live dieses großartige Erlebnis mitzuerleben. Fünf Minuten sind es noch. Hier in Magdeburg vor den 22.000. Und dort wird schon gefeiert. Sie sehen es links, die Aufsteiger-Trikots. Peter Hauskeller, der Stadionsprecher der Dresdner, hält es schon hoch. Das ist das, was die Spieler heute erwartet, wenn es dann zurückgeht. Mit dem Bus über die A14 direkt hinein ins Stadion. Präsident Ritter. Alle feiern sich schon, freuen sich natürlich, wenn der Tross dann angekommen ist. Aber noch läuft das Spiel hier. Blick auf die Dresdner Bank. Kurze Diskussion, was machen wir, wenn gleich abgepfiffen wird? Schauen Sie mal. Die beiden Trainer schauen gar nicht aufs Spielfeld, sondern kümmern sich so ein bisschen um die Bank. Uwe Neuhaus, der schon 2-mal in die zweite Liga aufgestiegen ist. Mit Rot-Weiß Essen, Marco Hartmann, sehen wir da. Heute ja gesperrt nicht mit dabei, wie auch Marvin Stefaniak. Puttkammer dazwischen. Wir werden natürlich, wenn hier gleich Schluss ist, weiter im Stadion bleiben, werden live dabei sein, wenn die Spieler auf dem Rasen mit ihren Fans feiern werden, werden natürlich nochmal nach Dresden schalten ins Stadion.
Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass MDR aktuell und MDR vor Ort, das Regionalmagazin, sich entsprechend verschieben. Das Ganze gibt es dann im Anschluss an die reguläre Sport im Osten-Sendung, die wir gleich folgen lassen werden um 17.25 Uhr. Alle Fußballfans können also weiter live dabei sein, wenn hier dann gleich die Feierlichkeiten beginnen. Die letzten zwei Minuten, sie brechen in diesem Augenblick an. Die letzten zwei Minuten in der ersten Halbzeit von Seiten der Magdeburger hochklassigen Fußballspiel. Dann dieser Doppelschlag von Testroth und Eilers, der das Spiel sehr beruhigt hat. Auch die Magdeburger nicht mehr mit ihrem ganz großen Wörbere, dem großen Anrennen, das, was sie vor allem in der ersten Halbzeit ausgezeichnet hat. So, was entscheidet Gräfe jetzt? Freistoß Magdeburg, so sieht's aus. Hat auch in den hitzigen Situationen während der Spielunterbrechung Nerven behalten. Auch als zu Beginn die großen Rauchschwaden durchs Stadion zogen, ausgelöst von den Megalos aus dem Block U. So, meine Damen und Herren, und wir geben Ihnen jetzt mal den geteilten Bildschirm, damit Sie miterleben können, was in Dresden passiert. Die letzten 60 Sekunden dieses Spiels. Michel Niemeyer abgeblockt. Fehler von Monika. Ball rutscht durch und Beck kann daraus keinen Profit ziehen. Niklas Kreuzer liegt jetzt mit Krämpfen da am Boden. Letzten 30 Sekunden und sie fangen langsam an, sich einzuhüpfen im Dresdner Stadion, weil sie wissen, es sind nur noch 30 Sekunden und dann ist hier Schluss. Peter Nemitz, der Co-Trainer geblieben ist, den Uwe Neuhaus behalten hat. Und jetzt ist es soweit. Dynamo Dresden, willkommen in Liga 2. Ein souveräner Spitzenreiter seit dem dritten Spieltag auf Platz 1. Und jetzt ist ihnen der Weg in die zweite Liga auch theoretisch nicht mehr zu nehmen. Glückwunsch nach Dresden. Das wird heute eine Riesenparty werden. Wir sehen Justin Eilers, der heute erneut getroffen hat. 20 Saisontore, der höchstwahrscheinlich diesen Weg in die zweite Liga nicht mitgehen wird, sondern höchstwahrscheinlich eine Etage weiter oben angreifen wird, den sie dennoch in der kommenden Woche, wenn die Mannschaftsaufstellung verlesen wird, wieder mit dem Zusatz Fußballgott verabschieden werden. Marco Hartmann haben wir eben gesehen, heute gesperrt, fünfte Gelbe, konnte nicht mit dabei sein. Das wäre natürlich für so einen Exzellenzer was Großartiges gewesen, ausgerechnet hier zu machen. Und Justin Eilers mit Andreas Lumpi-Lamberts, der ja diesen Weg von ganz unten, von Liga 4 in Liga 1 schon geschafft hat mit Fortuna Düsseldorf. Und schauen Sie mal da, zwei Väter des Erfolges, Uwe Neuhaus und Andreas Lamberts, im vergangenen Sommer nach Dresden gekommen. Das ist alles noch gedämpft. Na klar, man ist in einem fremden Stadion. Das wird sicherlich in den nächsten Minuten, in den nächsten Stunden, in der Kabine, im Bus dann ein bisschen anders aussehen. Dynamo Dresden schafft es erneut, auswärts aufzusteigen. Ich hatte es schon angedeutet, nach der Wende ging es immer nur auswärts mit den Aufstiegsfeierlichkeiten. Da musste man dann den Weg nach Hause noch abwarten. Und der Mann, der vorhin die Tränen vergossen hat, und vielleicht sind sie immer noch da, wir schauen jetzt ihm mal ganz tief in die Augen. Pascal Testroth, endlich zweite Liga, endlich kann er mal dabei sein. Und Guido Solis hat ihn bei sich. Endlich zweite Liga, sie sind dabei und man sieht es ihnen an. Was geht ihnen vor?
Ja, unbeschreibliche Freude. Wir haben aussichtslos heute eigentlich zu hinten gelegen, 60. Minute. Und in dem Moment, wir haben uns alle angeguckt und wir haben einfach gesagt, jetzt müssen wir einfach nur Herz zeigen und zeigen, dass wir die beste Mannschaft in diesem Jahr waren. Und aus dem unmöglichen Spiel noch was rauszuholen, weil wir wollten es einfach selber entscheiden. Und ich glaube, was wir die letzten ersten 60 Minuten abgeliefert haben, das vergessen wir jetzt hier mal. Aber die letzten 30 Minuten, das war Dynamo Dresden 2015, 2016. Und ich glaube, wir sind absolut verdient in diesem Jahr aufgestiegen. Die Zuschauer haben es gesehen, bei Ihnen liefen ein paar Tränen. Ist das auch sowas, wo man dann Revue passieren lässt, was alles passiert ist und was vor allem jetzt auch vor Ihnen liegt? Ja, ich glaube, im letzten Jahr war eine ganz, ganz harte Zeit. Aber da bin ich schon aufgestiegen und durfte nicht mehr in die zweite Liga. Und jetzt konnte ich zu Dynamo Dresden wechseln und habe hier einfach mein Glück gefunden und eine absolut Wahnsinnssaison gespielt und bin so ein wichtiger Teil dieses Jahr vom Aufstieg. Und ich freue mich so, dass wir es geschafft haben. Es war so hart. Wahnsinn, unglaublich. Ich bin so glücklich gerade. Pascal, in Dresden schauen gerade über 10.000 im Stadion zu. Sagen Sie denen was. Also phänomenal. Wir sind so stolz auf euch, was ihr uns dieses Jahr gegeben habt. Ihr habt uns dahin gebracht, wo wir sind. Und glaubt mir, wir kommen jetzt nach Hause und feiern das größte Fest, was wir erlebt haben. Und ihr seid so wichtig für uns und wir sind einfach aufgestiegen mit euch zusammen. Das tut gut, das ist ein schönes Kaltgetränk, noch nicht das, was man sonst üblich erwartet. Aber was passiert denn jetzt? Sie stehen hier, Sie wissen, Sie können im Moment nicht so richtig feiern. Es geht in die Kabine und dann der Weg nach Dresden. Ja, dann glaube ich, wollen wir alle ganz schnell duschen und dann wollen wir los. Und haben wir, glaube ich, 2 Stunden Fahrt. Und dann gibt es die riesen Gaudi. Wir freuen uns. Das wird einfach mal geil und wir sind stolz auf euch, wirklich. Ja, vielen Dank, Pascal. Und bei Sabrina steht Ihr Sturmkollege. Ja. Justin Eilers, Sie haben gerade Ihre ganze Freude rausgeschrien, endlich in Liga 2. Was geht Ihnen momentan durch den Kopf? Das geht einem durch den Kopf, ey. Keine Ahnung. Pure Freude, einfach nur, dass wir es endlich geschafft haben. Es ist natürlich ein anderer Aufstieg, in letzter Sekunde es geschafft zu haben. Wir wussten, dass Punkt reicht. Osnabrück musste auch gewinnen, aber letztendlich scheißegal. Wir sind froh, dass wir es endlich gepackt haben. Wurde langsam Zeit und jetzt werden wir ausgelassen feiern. Wie emotional war dieses Spiel heute für Sie? Wie nervös waren Sie vor dem Spiel vor allen Dingen? Nee, nervös waren wir gar nicht. Dennoch haben wir heute eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. Magdeburg geht verdient in Führung. Ja, und dann hat die Mannschaft das richtige Zeichen gesetzt. Auch nach dem 2-0 immer dran geglaubt. Ja, und dann machen wir 2 Tore kurz nacheinander. Ja, natürlich absolut geil. Und ja, jetzt haben wir es endlich gepackt. In Dresden schauen Ihnen jetzt gerade 10.000 Leute zu, 10.000 Ihrer Fans. Ein kleiner Gruß vielleicht ins Stadion. Ja, absolut geile Unterstützung. Was ihr abgerissen habt das Jahr, ist einfach unfassbar. Auch 10.000 Public Viewing, schöne Grüße hier aus Magdeburg. Wir nehmen das Ding mit nach Hause, wir kommen bald und dann wird ordentlich gefeiert heute. Vielen Dank, Justin Eiler. Michael Hefele, der Kapitän. Ja, es ist erreicht, der Schritt getan. Was sagen Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich bin überwältigt einfach von den ganzen Gefühlen. Einfach nur noch Saft und kraftlos, weil es war bis jetzt eine sehr lange Saison. Man hat gesehen, wir wollten zwar, aber das Fleisch ist ziemlich schwach. Und jetzt haben wir es aber im Endeffekt trotzdem geschafft. Ich möchte mich nur bedanken an unsere Fans, weil die haben uns immer unterstützt und immer Gas gegeben. Oh ja. Jetzt sind wir aufgestiegen. Ist okay. Rein hat der Chef gesagt. Der Marvin kam gerade noch dazu. Ja, Michael, in Dresden warten die Fans auf euch. Was geben Sie denn mit? Wann kommen Sie? Was wollen Sie dann machen? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir in die Kabine reinkommen. Das Ganze erstmal sacken lassen, weil das ist schon ziemlich ein großer Moment, glaube ich, für einige Spieler von uns. Ein großer Moment im ganzen Leben, auch in meinem persönlichen erster größter Erfolg. Und ja, erstmal sacken lassen. Alles klar, feiern Sie schön. Sabrina, bitte. Uwe Neuhaus, den zweiten Matchball, den haben Sie hier in Magdeburg jetzt heute genutzt. Aufstieg in Liga 2. Wie emotional ist das für Sie, der Moment? Ja, im Moment noch gar nicht so. Ich glaube, das kommt jetzt erst noch. War ja immer so ein komischer Verlauf. Erst 2-0, ganz klar unterlegen hinten, dann machst du Anschlusstreffer, dann machst du 2-2, dann kam die Spielunterbrechung, vielleicht Abbruch, zumindest in den Gedanken, dann hört man das 1-1 in Osnabrück, ist klar, also wir sind aufgestiegen, irgendwo so ein bisschen ohne Dramaturgie, ohne das Highlight,
vielleicht liegt es an den letzten Wochen, dass wir eigentlich schon länger darauf warten, aber wir freuen uns trotzdem. Es ist nur nicht so emotional, als wenn man in der 92. Minute das entscheidende Tor macht. In Dresden haben heute ganz viele Fans von Ihnen zugeschaut, das Public Viewing verfolgt. Vielleicht schicken Sie ein paar Grüße nach Dresden? Ich habe sie nicht. Vielleicht schicken Sie ein paar Grüße nach Dresden zu Ihren Fans? Ja. Stadion zuschauen? Ja, hallo. Schönen Dank für eure Unterstützung und werden euch gleich begrüßen und dann geht richtig die Post ab. Bis gleich. Was erwartet die Fans heute, wenn sie da einmarschieren? Was? Ich verstehe das schon. Was erwartet die Fans, wenn sie da heute ins Stadion einmarschieren? Was wollen sie da heute für eine Party starten? Ja, ist egal. Da wird viel gefeiert. Da wird, ja, die Fans werden uns feiern. Wir werden uns gegenseitig feiern. Und wie das Ganze abläuft, ich habe keine Ahnung. Da sind wir gespannt, wie es aussieht. Dankeschön, Uwe Neuhaus. Tschüss. Marco Hartmann, es ist geschafft. Zweite Liga, Sie sind dabei. Heute zwar nicht so richtig, aber jetzt wird gefeiert, sagen viele. Wie geht's denn Ihnen? Sie haben es ja von draußen beobachtet, vor allen Dingen dann die zweite Halbzeit. Ja, wir hatten natürlich auch immer den Zwischenstand aus Osnabrück und es ist jetzt nicht so die Freude, die auf einmal explodiert, weil es ist das eingetreten, was eigentlich jeder erwartet hat vor dem Spiel, dass wir heute aufsteigen. Und es ist ein schönes Gefühl, es ist eine Erleichterung. Ich glaube, man hat uns den Ballast auf dem Platz auch angemerkt und ich hoffe, dass das jetzt vorbei ist. Und dann haben wir noch vier Spiele vor uns, die wir noch einfach mit Freude und Spaß genießen können und unseren Fans, die zu Hause sind, da noch mal ein bisschen Spaß bereiten. Sie sagen es gerade, die Fans zu Hause. Dann übergeben wir mal gemeinsam nach Dresden zu Andreas Fritsch. Ciao, ciao. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir kommen nachher und feiert schön bis dahin, dass wir dann alle zu sind. Hier ist Dresden. Hier ist Aufstiegs-Elbflorenz. Und die Stimmung hier, man kann sie gar nicht beschreiben, so sensationell. Es sind ja noch mehr Fans als in Magdeburg. Glückstrunkene Fans, die hier singen, na klar, nie mehr, dritte Liga. Hören wir doch einfach mal zu, weil diese Bilder, die sagen mehr als jedes Wort von mir. Und das Verrückte ist ja, der Jubel war noch lauter als nach diesem 0:2. Das 1:2 fiel und das 2:1. Und was da hier abging, wir schauen es uns an. Wie eine Befreiung dieses Tor. Das erste und kurz darauf, quasi aus dem Nichts, das zweite. Und damit war allen klar, heute Abend steigt hier eine Aufstiegsparty, die sich gewaschen hat. Was wir jetzt noch brauchen, sind die Magdeburger. Die Magdeburger Reisenden, die Fans, die hoffentlich alle gesund und glücklich wieder ankommen. Und natürlich die Mannschaft, die aus Magdeburg sich hier auf die A14 begibt. Und das Präsidium, es jubelt neben mir. Und Andreas Ritter, Präsident seit 2011, Höhen und Tiefen durchgemacht. Und ich habe Tränen vor uns in deinen Augen gesehen. Ja, so war es. Sie sind auch jetzt noch da. Ich möchte erstmal ein ganz großes Dankeschön an unsere Mannschaft geben. Grüße nach Magdeburg. Wir haben ein richtig tolles Team. Das sind alles prima Kerle. Ich habe sie persönlich kennenlernen dürfen und wusste, dass das eine gute Truppe ist. Ganz großes Kino, unser Trainerstab, was sie über das ganze Jahr über geleistet haben. Und natürlich auch unser Sportgeschäftsführer Ralf Minge. Ich denke, wir haben hier eine richtig gute Truppe, sodass mir auch um die zweite Liga nicht bange wird. Und natürlich das beste Publikum. Wir brauchen hier nur nach hinten schauen. Lasst uns heute feiern. Das kann man nicht oft genug sagen. 10.000 Fans bei einem Public Viewing. Das haben Zweitligamannschaften nicht mal bei regulären Spielen. Insofern wird man sich freuen, natürlich in Berlin, in Hamburg, in Kaiserslautern, überall in der zweiten Liga auf diese stimmgewaltigen Anhang und natürlich auf den Aufsteiger, auf die SG Dynamo Dresden, die verdient aufgestiegen ist, die ganze 2 Spiele verloren hat in 34 Spielen mittlerweile. Und als wir das 2:2 erlebt haben, uns sind hier die Sicherungen durchgebrannt, oder? Ja. Man hat auch gesehen, dass das doch in den Köpfen geklemmt hat, weil nach dem 1, nach dem Anschlusstor, nach dem 2:2 hat unsere Mannschaft wieder deutlich besser gespielt, so wie wir es eigentlich von ihr gewohnt sind. Und jetzt ist der Rucksack weg. Lasst uns feiern. Es wird ein schöner Abend. Die Mannschaft kommt noch ins Stadion.
Ja, ich glaube, hier wird sich von den glücklichen Kartenbesitzern keiner wettbewegen, denn alle warten natürlich hier auf die Mannschaft. Das sind sie nochmal, die Jubelszenen, denn in der zweiten Halbzeit gab es ja Grund zum Jubeln. Und das war wirklich ein, das waren Felsbrocken, die uns hier allen von den Herzen gefallen sind. Das erste Mal wieder ein Aufstieg, der dritte in den letzten 15 Jahren. Ein ganz besonders schöner, weil er so souverän war, Diana Schantin, Vizepräsidentin. Ne? Das war er mit Sicherheit, ja. Es war ein tolles Erlebnis, diese Saison miterleben zu dürfen. Und ich habe ja gesagt, ich habe gut geschlafen. Sie hat gut geschlafen, Glücksomen. Andreas, was passiert jetzt noch? Wir gucken natürlich alle sehr gern noch Sport im Osten. Wir haben ja das Vergnügen, da noch viele Mannschaften zu sehen, die wir in dieser Saison noch sehen. Die Fans hier werden natürlich mit einem freudigen Auge auf die Partie Wiesbaden gegen Aue schauen, die ihr dann noch übertragt, weil da sehen wir den Gegner vom nächsten Samstag und vom übernächsten. Und auch das Spiel Sandhausen, der Sieg gestern in Leipzig, das wird natürlich hier von vielen dieser Fans sehr, sehr gern beäugt werden, weil dann sieht man ja auch schon mal ein bisschen, wie in der zweiten Liga, wie die Sandhäuser aufgestellt sind. Ja, was geht jetzt ab in den nächsten Wochen? Vertragsverlängerung, oder? Ja, das ist auf alle Fälle, wobei wir da ja schon die ganze Weile dran sind. Also Ralf Menger arbeitet da wirklich ganz akribisch und jetzt gehen erstmal die Feiern los. Ich denke, heute Abend im Stadion zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr wird die Mannschaft kommen. Wir werden sicherlich im Verein diese Sache auch gehörig feiern. Zum letzten Spiel gegen Asbach ist ebenfalls die Party angesagt. Nach dem Spiel feiern wir dann alle gemeinsam. Und so wird sich das wohl jetzt noch ein bisschen hinziehen. Wir haben ja, die Saison ist noch lang und wir können diesmal ausgiebig feiern. Das machen wir und wir geben zurück mit einem Bild. Es gibt viele schöne Aufstiegs-T-Shirts, die hier kursieren. Aber das hier von Diana, im Herzen vereint, mit den Porträts aller Mannschaften. Dieses Bild, das zeigen wir kurz zum Schluss. Es ist ein ganz besonders schönes Bild. Und damit gehen wir zurück erstmal zu euch nach Magdeburg und Leipzig. Ja, danke Andreas. Das waren wirklich viele, viele gute Eindrücke. Wir haben sie hier auch zum großen Teil genossen. Und der Marco Hartmann tut uns den Gefallen. Er sagt, er verpasst schon einige Bier in der Kabine. Aber eins muss man wirklich sagen, das ist schon eine Ausnahme, was da auch vor allen Dingen heute in Dresden passiert ist, oder? Ja, es ist immer wieder Wahnsinn. Man setzt immer wieder Maßstäbe in diesem Verein. Meistens positiv. Ich wünsche mir, dass es noch mehr positive werden und alle anderen wegfallen. Und man kann stolz sein auf diesen Verein und auf diese Fans. Die haben auch sozusagen immer zurückgegrüßt, wenn ihr gegrüßt habt. Ist da auch so eine besondere Verbindung zwischen Spielern und Fans da? Na klar, du merkst es ja beim Training, in der Woche, ob du beim Bäcker, beim Friseur bist, egal, jeder spricht Jan auf Dynamo, das ist das Gesprächsthema in der Stadt. Und das empfindet man, das trägt man irgendwo bei sich als Spieler. Umso länger man da dabei ist, umso mehr weiß man das auch zu schätzen. Und es ist einfach Wahnsinn. Und ich glaube, jeder, der in der Kabine ist, ist einfach stolz, sagen zu können, ich spiele für Dynamo Dresden. Und ja, genau, wir sind die, die in der Tabelle ganz oben stehen, wo die Fans überragend sind, wo ihr unbedingt mal ins Stadion kommen müsst und ein Erlebnis schafft für euch. Gut, dann gehen Sie mal in die Kabine. Ich gehe okay? In die Kabine. Schönen danke. Abend, lasst euch schmecken. Ja, und wir wollen natürlich wissen, warum ist denn Dynamo Dresden so besonders in dieser Saison? Warum stehen Sie da oben? Warum sind Sie heute aufgestiegen? 12 Fakten, ein Name, Florian Weichert. Eine SMS für Uwe Neuhaus. Absender war Dynamos Ex-Trainer Olaf Jansen. Er schrieb seinem Freund, ist ein geiler Club, mach es. Moment Nummer 2. Neuhaus findet bei Dynamo mit Marvin Stefaniak nicht nur einen liebenswerten Burschen, sondern auch einen geilen Kicker vor, der sich als Top-Vorlagengeber einen Namen macht. Stefaniaks 20 Vorlagen bedeuten in der dritten Liga bereits 6 Spieltage vor Schluss die beste Saisonausbeute aller Zeiten. 5 Tore in einem Spiel, das war Moment Nummer 3. Am 12. September 2015 gelang den Sachsen im Kölner Südstadion der höchste Saisonsieg. Die Torschützen hießen damals Michael Hefele, Pascal Testroth, Ayasa Osman und zweimal Justin Eilers. Michael Hefele in Jubelpose. Der Kapitän erzielt ein wichtiges Tor. In Wiesbaden hält der Abwehrspieler kurz vor Schluss seinen allerwertesten einfach mal hin und erzielt mit seinem Hinterteil den viel umjubelten Ausgleich. Stefan Kutschke sorgt für Moment Nummer 5. Der gebürtige Dresdner wurde in der Winterpause aus Nürnberg ausgeliehen und erzielte gegen Werder Bremen 2 sein erstes Tor für die Sportgemeinschaft. Das Kicken erlernte Kutschke nämlich nicht bei den Schwarz-Gelben, sondern bei Turbine Dresden. 63 Treffer, das sind die meist erzielten Tore.
Alle 46 Minuten bringt Dynamo Dresden einen Ball im Netz unter. Vor allem dank der Torjäger Testroth und Eilers. Für das schnellste Tor sorgen ebenfalls die Dresdner. Sinan Tekerci hatte es beim 4:0-Sieg gegen Aalen besonders eilig und eröffnete die Torgala bereits nach 59 Sekunden. Ralf Minge, der sportliche Leiter des Vereins, das Dynamo-Idol, sorgt seit geraumer Zeit dafür, dass bei der SGD das Wort Planwirtschaft wieder in Mode kommt. Es geht ums schönste Tor. Das geht bisher auf das Konto von Pascal Testroth. Der Fallrückzieher wurde von den Zuschauern der ARD Sportschau zum Tor des Monats Januar gekürt. Der jubelnde Testroth, ein Sinnbild für Dynamos Konstanz in dieser Saison. Seit dem dritten Spieltag steht Dresden auf 1. Ein bisschen Wasser in den Wein goss Ayasa Osman mit seiner Spuckattacke. Dynamo ansonsten auch in der Fairplay-Tabelle Spitzenreiter. Lediglich eine Ampelkarte für Lumpi Lamberts führte zu einem Platzverweis. Ein übler Nachgeschmack bleibt aber nach der Aktion von Nah Osman im Spiel gegen Münster. 11 schwarz-gelbe Momente und der 12. Mann. Der Verein mit den besten Fans. Das stand auf einer gigantischen Blockfahne. Recht haben sie, denn kein anderer Verein lockte mehr Anhänger zu den Spielen in der dritten Liga als Dynamo Dresden.